Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier in dem neuen Modell der Kirche, nämlich der Hospitalkirche. Die Kirche muss sich verändern, deshalb haben wir ja auch ein Hospital jetzt hier. Und ich hoffe, Sie und ihr habt alle Nummern gezogen, weil Doc Caro wartet schon. Dann geht jeder nacheinander, kommt dran, könnte aber vielleicht 3-4 Stunden dauern. Nein, Spaß beiseite. Herzlich willkommen bei Kultur in der Wallfahrtskirche in Seelem. Ich muss mal vorweg die Frage stellen, wer war denn schon mal im Rahmen von Kultur in der Wallfahrtskirche bei einer unserer Veranstaltungen oder sogar vielleicht bei Doc Caro? Das ist sehr vorbildlich, dann hat es wohl gefallen und das ist schon für mich der Hinweis, ich hoffe, jeder hat am Eingang diese wunderschöne Jahresbroschüre bekommen. Da steht nämlich drin, was sonst noch alles hier so ansteht. Sportbegeisterte können Andrea Petkovic hier treffen bei uns im Programm, aber auch die Sommer-Open-Airs kann ich nur empfehlen. Ruhig mal durchblättern, da ist einiges, glaube ich, aufbereitet von uns, was Spaß macht. Und da gibt es auch eine Seite drin, da möchte ich am Anfang ganz kurz darauf hinweisen, die heißt mehr als ein Kulturprogramm. Das heißt, ihr habt es vielleicht am Eingangsbereich gesehen, es gibt was zu trinken, zum Erwärmen, nicht weil die Kirche kalt ist, sie ist hier, glaube ich, sehr gut gewärmt, sondern weil wir heute mal wieder trinken für den guten Zweck machen. Nämlich unser sogenannter Charity-Partner, Benefizpartner, ist dieses Jahr Nestwärme und die machen eine ganz tolle Arbeit für Arbeit mit Familien, aber auch Kindern, die eben beeinträchtigt sind, die Unterstützung brauchen und die wollen auch ein Kinderhospiz bauen in Trier. Die brauchen noch ein bisschen Geld und da haben wir gedacht, ihr könnt beim Spenden was trinken, aber ihr könnt auch nur spenden und nicht trinken oder nur trinken, wie ihr wollt. Und ein letzter Hinweis noch vorweg logistisch. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum geht nicht in der Kirche die Sonne auf, sondern der Regenbogen. Ihr habt alle ein Geschenk auf dem Platz. Es ist ein Regenbogen, ein Mutmacher-Regenbogen von dem Mutmacher-Club von Nestwärme, die sich auch engagieren und ja mit dieser Aktion Mut spenden wollen und die hat sich auch dadurch ergeben, quasi hier durch die Doc Caro-Veranstaltung und deshalb da auch vielen Dank an die Nathalie und das Team, dass ihr quasi das Ganze macht und hier auch entsprechend dann diese ganzen vielen 330 Regenbogen gehäkelt habt. Ist ja auch ein bisschen Arbeit. Vielleicht einen kleinen Applaus schon mal dafür, diese Aktion. So, jetzt kommen wir aber so langsam zum Höhepunkt des Programms. Das bin natürlich nicht ich. Ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Gestern war ja eigentlich schon die Zusatzveranstaltung, weil alle, die hier sind, haben innerhalb von einer Woche eine Karte gekauft. Also von daher gut gewesen, schnell gewesen, sehr gute Wahl. Und man sagt ja eigentlich so, die Generalprobe, wenn die schlecht ist, dann wird die Premiere gut. Das war aber die Generalprobe sensationell. Es war gestern ein wunderbarer Abend. Das heißt, ich muss jetzt erstmal testen, bevor die rauskommen, ob ihr wirklich gut drauf seid, ob ihr wirklich dieses Duo Infernale sehen wollt, weil die sind mit so einem Applaus gestern rausgekommen, die brauchen ein bisschen Stimmung. Also ich tue jetzt mal so, als ob sie kommen noch nicht. Ich sage herzlich willkommen und so weiter. Und dann klatscht ihr, dass die Kirche bebt. Also herzlich willkommen in Seelem, Doc Caro und Pater Albert. Aha. Also es war schon nah dran an gestern. Nein, ihr seid noch nicht dran. Es ist noch nicht laut genug. Ihr müsst noch warten. Es war nah dran. Also wir machen noch einen letzten Test. Ich muss das nochmal hören, damit es wirklich hier gleich abgeht, weil ihr wisst ja, vielleicht muss ich es nochmal anmoderieren. Doc Caro und Pater Albert gibt es nur exklusiv im Programm von Kultur in der Wallfahrtskirche. Das ist ein Abend, da weiß keiner, was passiert, weder Doc Caro noch Pater Albert, aber es wird genial und unterhaltsam. Und deshalb ist das wirklich ein Unikat, dass beide zusammen sind und deshalb, wir proben jetzt noch einmal. Herzlich willkommen im Seelem, Doc Caro und Pater Albert.
Sehr gut, ich glaube, so können wir sie gleich rauslassen. Jetzt habe ich gerade noch vergessen zu sagen, wer ich bin, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Tobias Marenberg, ich darf dieses Kulturprogramm mit einem ganz tollen Team, mit den Gelbwesten, ehrenamtlich organisieren. Und ja, freue mich, dass so gut angenommen worden ist, aber jetzt wirklich genug von meiner Seite. Herzlich willkommen in Seelem, Pater Albert und Doc Caro. Wow! So, wunderbar. Das ist wahrscheinlich jeden Sonntag so, wenn du die Messe. Ja, natürlich, eröffnest, ist oder? Immer hier. Klar. Das ist ja wohl das Mindeste. Also ich finde, jetzt hat Seelem sich eingestimmt. Ja, das war nett, danke. Wir freuen uns. Also jetzt müssen wir aber auch irgendwie... Das ist natürlich eine Bringschuld. Jetzt haben wir eine Bringschuld. Oh Gott, deswegen habe ich mir was mitgebracht hier. Unter Druck gesetzt. Was hast du jetzt da mitgebracht? Ja, ich habe mir von gestern noch was mitgebracht. Was hat jetzt, wo hast du das denn? Ich brauchte am Ende Eifelfeuer. Ja, ich weiß nicht, wer am Ende. Am Anfang. Am Anfang brauchte ich Eifelfeuer. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wer es schon... Die Zeitung ist ja schneller als die Notärztin. Ja, genau. Es war ja erst gestern, heute schon gelesen hat, wo Pater Albert sich dankenswerterweise einem Selbstexperiment genau. mit Eifelfeuer unterzogen hat. Es tat vielmehr unendlich schwer. Ja, unendlich schwer. Sehr. Er hat sich hart geweigert, hart. Aber hart. In der Fastenzeit habe ich ihn genau. verführt. Verführt. Mal sehen, auf was du mich heute, aber Samstag ist ja, wir sind ja Samstag, der ist ja ausgenommen, ist ja schon der Vorabend von Sonntag, für alle, die es nicht wissen. Die Sonntage sind ja ausgenommen von der Fastenzeit. Wir sind also 40. Zählt das EGE nicht. Ja, jetzt kann ich mir eigentlich richtig einen antrinken hier, das ist ja... Ja, also ich hatte es eigentlich heute anders vor, du hast das Eifelfeuer wieder mitgebracht, ich finde es aber auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ob ihr das seht, also so viel ist noch nicht weg. Du hast nein, es ist noch viel, es ist noch Luft nach oben, wie das so schön heißt. Du hast also gestern tatsächlich eher für Nestwärme dann noch für einen guten Zweck weitergetrunken? Ja, natürlich, den guten Zweck habe ich auch getrunken. Und also immer, ich trinke immer für den guten Zweck. Das war schön, er stand irgendwie so hinterher noch als, wenn ich jetzt sagen als allerletzter, aber du weißt, wie ich das meine, ne? So zuletzt. Zuletzt. Zuletzt noch so an diesem Glühweintopf. Genau, wäre noch sehr lecker. Ach, dann nehme ich noch einen. Ja. Trink doch eine mit. Wie viel ist denn zusammengekommen gestern? Sag mal nicht. Genug. Genug. Aber da ist ja auch noch der, normal trinke ich ja immer an diesem Tisch dort. Das ist ja mein Trinktisch. Das ist mein Trinktisch. Aber das eröffnet heute ganz neue Möglichkeiten. Ja, natürlich, aber Vorsicht. Diesen Trinktisch heute dann mal. Aber der Volksfreund ist ja heute nicht da, bleibt ja alles unter uns. Ich hatte heute schon überlegt, ob ich mich nicht einfach mal hier hinstelle. Kannst du auch, du kannst auch das hier, redet man so ein bisschen, du, ne? Ob das glaubst der oder Redetisch. Nicht. Ich war ja auch, oder ich war man oder ist man eigentlich Messdiener? Immer. Einmal also Messdiener, dann bin ich immer. Messdienerin. Einmal katholisch, immer katholisch. Nee, das stimmt nicht. Ach so, sagst du. Das hätte die katholische Kirche gerne, ja, natürlich, Albert. Natürlich. Ich glaube, auch wenn alle so wären wie du, wären die Kirchen voll. Tja. Tja. Da kann man ruhig mal applaudieren. Dankeschön, Dankeschön. Und wenn mehr solche Themen in der Kirche besprochen würden. Ja, das wäre natürlich mal eine Alternative hier. Ne? Also. Ja. Aber natürlich noch besser, also um einen Gag von gestern aufzunehmen, noch besser wäre es, wenn das Kabänis wäre, natürlich. Also Jetzt geht das wieder los. Ich appelliere nicht, an Trinkgut in Wittlich, das wäre auch meine Initiative, die ich starten würde. Frau Röscher, glaub, ist der sie heute gehört da das. Wenigstens? Ist sie heute ist die, da? Glaub, ist jemand von Trinkgut in Wittlich da? Nein. Die sind alle Kabänis kaufen gegangen. Ja, die haben das aus dem Programm genommen und deshalb, das gibt es noch, aber besser wäre Kabänis. Also wer demnächst mal nach Trinkgut fährt, bitte fordert den Kabänis. Wir fordern den Kabänis. Kettet euch an. Kettet. Klebt euch genau, in den klebt Trinkgut. Euch an. Wir sind die Kabänis-Kleber, nicht die Klimakleber, sondern die Kabänis-Kleber hier. Ja. Genau, mach das doch mal. Dann kommt auch der Volksfreund. Und was machst du da? Da kommt der Volksfreund. Ich gründe die Kabänis-Kleber. Das ist echt mal eine gute Alternative. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mach's nicht.
Nee, mach's lieber nicht. Ich kriege nur Ärger. Es ist nächste Du möchtest Ärger. Ja noch ein paar Jahre deinen Job machen. Ich weiß ja, nicht, ja, sonst gibt es Ärger. Es gibt ist, wollen Ärger. Wir alles nicht. Nee, nee, ich habe mich sowieso nach gestern wirklich gefragt, ob dann irgendeiner anruft irgendwie aus dem Vatikan und sagt, was ist los mit dir? Ja, wir haben natürlich, mal sehen, was heute noch passiert hier. Sollte noch sein. Gestern, heute. Aber deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, um da jetzt mal kurz, wir sind ja gestern gar nicht so auf dieses tolle Plakat drauf eingegangen. Wir haben ja jetzt quasi die Notaufnahme in die Kirche geholt. Sehr schön. Und um das jetzt mal vielleicht im übertragenen Sinne zu sagen, das ist jetzt ein bisschen eine philosophische Frage, die ich völlig ernst meine. Bitte, wir haben auch manchmal ernste Fragen. Ich gehe jetzt wieder in diesen Stuhl, das ist immer gefährlich. Muss die Kirche, wenn es so weitergeht, in die Notaufnahme? Oder ist sie da schon? Oder ist sie da schon? Und wenn ja, was kann ich machen? Also nicht ich jetzt, sondern als Notaufnahme. Manchmal gibt ja auch sowas wie Gnadentod, aber das ist böse. Wie, was? Was hat er jetzt gesagt? Was? Ich habe das bei jetzt... Bei Tieren, Gnadentod, ja. Gnadentod. Das kommt dann vor oder nach der letzten Ölung, ne? Das ja, erst komm ich, auch. Nee, du kommst ja mal, als haben wir gestern so klar gemacht. Erst kommt sie, dann komme ich. Das ist ja so, ne? Also normalerweise würde ich sagen, wenn ich da zugange bin, dann kommst du erst gar nicht. Heute war ich im Altersheim. Pass auf mal, heute war ich im Altersheim, eben noch. Eben war ich im Altersheim, das ist wirklich passiert, da kommt eine ältere Dame. Ist die jugendfrei, die Geschichte? Ja, jetzt? Ganz. Also ja. Nicht, sind Sie, wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie schon letztens hier gesehen. Ich sage, ja, ich bin Pater Albert. Sind Sie ein Arzt? Ich sage, nee, der Pastor. Ich bin aus anderen Gründen hier, ja, genau. Aber gut. Jetzt könnte man schon ein bisschen provokativ sagen, der Pastor kommt wenigstens die 116, 117 nicht. Vielleicht, das kann sein. Ich war da. Ich war heute da, genau, so ist es. Ich gehe da mal wieder. So. Bin ich wieder in Ungnade gefallen. Aber wir wollen ja, wir waren jetzt gerade bei der Frage, was wir tatsächlich tun können, weil wir wollen ja... Das gilt ja wahrscheinlich auch ein Stück weit für die Kirche. Deswegen habe ich ja, oder wir beide haben ja schon gemeinsam festgestellt in diversen Gesprächen, die wir geführt haben, dass wir uns sehr ähnlich sind. Das ist wahr, das stimmt. Weil du hast auch heute so ein bisschen, wir sind ein bisschen ein paar, also ich habe zwar hier, genau, du hast die Doc Caro. Die habe ich von Albert geschenkt gekriegt, genau, mit meinem sehr, Kopf genau. Drauf, die Doc Caro Socken. Ich zeige mal hier, ich habe also passend hier Arztgrün, extra zu für meinem dich. Kittel hier. Ja, für deinen Kittel ja. Hier, Arztgrün, als ob ich es gewusst hätte. Und so ein bisschen siehst du auch so aus? Ein bisschen wie ein Arzt hier. Ja. Und du auch, wie ein Pater. Ich sehe aus wie ein Arzt, du siehst aus wie ein Pater. Was sagt uns das? So sieht doch kein Pater aus. Echt? Nee. Ja, gut. Sieht so ein Pater aus? Vielleicht demnächst mal. Eine Paterin, die es nicht gibt. Ja, wenn sie eine Mater. Nicht, ja. Eine Mater. Ich habe ja auch Latein gehabt übrigens. Mater. Da merkst du schon mehr. Ja, haben wir, ne? Wir kommen. Ja. Ich hab gestern gelernt. Selbst, ich weiß jetzt, was es bedeutet, ja, wenn ja, das ja. Kommt, das kommt gleich. Mir, das habe ich gelernt. Gleich, da hast du gelernt, aber wir genau. Ich komme gar nicht, wir kommen heute nicht weiter. Nein, wir müssen mal, du hattest auch gestern so Folien, die habe ich gehört, die sind gar nicht zum Einsatz gekommen. Ja, weil... Ja, das stimmt. Weil, weil es auf einmal 22 Uhr war. Ja, das stimmt. So, und dann und war der Glühwein kalt. Kam das Eifelfeuer und der Glühwein. Aber ich wollte und jetzt noch mal sagen, genau. Also ich versuche das nochmal. Nächster Versuch. Dass wir uns ja sehr ähnlich sind. In Bezug auf nicht nur jetzt die Notaufnahme, das steht ja nur stellvertretend, sondern wir stehen ja beide jetzt, sagen wir mal, du stehst jetzt hier für die Kirche und für die auch Probleme in der Kirche. Ne? Also du hast ja mit deinem Buch auch darauf aufmerksam gemacht. Jetzt erst recht. Ne? Man darf als Feldspieler nicht das Feld verlassen, so dann kann man es. Nicht mehr aktiv mitgestalten. Und bei mir ist das ja so ein bisschen so, im übertragenen Sinne, was für dich da die Kirche ist, ist für mich das Gesundheitswesen, meine Notaufnahme, wo ich auch sage, ich sehe mich ja auch jetzt hier ein Stück weit als Feldspieler, damit die Leute eben wissen, was mitnehmen und erklärt bekommen, warum sie nicht in die Notaufnahme sollen oder wann sie auch in die Notaufnahme sollen. Da hast du auch was zu geschrieben. Da habe ich auch was zu geschrieben, da kommen wir gleich zu, denn ich habe ein Buch geschrieben. Wenn wir denn heute dazu kommen, würde ich da auch was daraus lesen, das müssen wir noch gucken. Ja, das stimmt, das ist... Weil es könnte knapp werden. Weil entscheidend sind ja diese drei Buchstaben. Tod, Not. Not. Ja, Not. Weil das halte ich jetzt mal so zu, weil ganz viele verstehen nicht, dass vor der Aufnahme ein Not steht. Das heißt, die Definition von Not ist ja individuell, ist auch bei jedem anders, mag sein. Was ist für dich Not? Wenn ich... Ja, sag ich mal, wenn ich Hunger habe. Da muss aber nicht dahin.
Na, das stimmt. Wobei es gibt Leute, die wirklich auch aus solchen Gründen in die Notaufnahmen kommen, das möchte ich jetzt auch mal sagen, gerade im Winter, wenn es kalt ist, ne, wenn die kein Obdach haben, nichts zu essen haben, kommen die auch in die Notaufnahmen. Und da habe ich dann auch schon festgestellt, dass ein Joghurt und eine Banane zum Beispiel Not lindern können. Also das ist wirklich so. Aber ich will ja jetzt die Leute nicht auffordern, für eine Banane in die Notaufnahme zu kommen. Auch wenn ich immer welche habe, wer mir folgt, weiß das, sondern es geht ja so ein bisschen darum, auch aufzuklären, deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, was ist ein Notfall, wo wird vielleicht mehr Drama drum gemacht, als eigentlich da ist und was kann man denn tun? Deswegen auch eben so ein bisschen mein provokativer Satz mit der 116, 117. Angeblich kommt ja einer, wenn man da anruft. Angeblich, ja. Callcenter. Wenn überhaupt einer dran geht. Und die 116, 117, wer kennt sie nicht? Alle kennen sie. Habt ihr schon mal angerufen? Ist da einer dran gegangen? Kam der auch nach Hause? Aber da seid ihr ja schon mal, da sind wir doch schon einen Schritt, also wir haben angerufen, es ist einer dran gegangen. Also wir wurden schon mal, und er hat dann aber die Krankenkassenversicherungsnummer abgefragt und hat natürlich bei dir schon, bei dir nicht. Der bei dir war clever, der bei dir nicht. Ne? Und dann kam dann ein Telefonat und dann fahren sie in Notaufnahme oder bleiben sie zu Hause? Bei dir in der Notaufnahme. 3 Tage. Aber dann warst du ja auch gerechtfertigt. Aber ich hoffe, du warst nicht 3 Tage in der Notaufnahme, weil dann ist echt was... Da ist mal richtig was schief gegangen. Habe ich auch mal so gehabt, da haben wir jemanden vergessen, hinten in so einem Notfallzimmer. Der blieb da einfach drin. Schön. Natürlich nicht jetzt bei meinem Arbeitgeber, das habe ich mal gehört. Ne? Ja, schön, so. Das ist da auch... man fühlt sich ja da vielleicht wohl hier so. Nee. Also das ist jetzt ein Ort, da fühlt man sich eigentlich nicht wohl, weil da geht es schnell zu und da geht es in der Regel auch um wirkliche Notfälle und mein Ansinnen ist ja auch ein bisschen darüber aufzuklären, was wir eigentlich da machen, weil viele glauben ja, man kommt jetzt in die Notaufnahme, dann ist ja auch noch der Irrtum, komme ich schneller dran, wenn ich im Rettungsdienst komme. So ist es, genau. Wieso ist es? Ist es so oder nicht? Ach so, ist nicht so, vermutlich. Wenn Sie mich fragen, ich habe das gestern schon begriffen, immer wenn ich gefragt werde, muss erst mal trinken. Heißt die Antwort irgendwie, es ist nicht so. Nee, das stimmt ja nicht. Das eben, das sage ich, ja, sag ich ja. Das ist immer die Antwort. Das ist so ähnlich wie... Nee, das stimmt ja auch nicht. Die Antwort ist ja nicht immer... Wie in der Kirche, was die generelle Antwort auf alles in der Kirche. Aber Jesus. Dann würdest du ja sagen, wenn eine Frau den Mann fragt, findest du mich schön? Das sagt der Mann natürlich, immer ja, natürlich, ja. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, du musst immer sagen, ist nicht so. Ja, na ja, ja, so rum, ja, gut. Das ist wahr, das ist schwierig. Wahr. Merkst ja, schwierig, merkst du? Ja, gut, aber deine Fragen sind immer so. Also deswegen sage ich, es ist nicht so. Die Notaufnahme, es geht nicht schneller als... So, also so. Tatsächlich ist es in vielen Fällen so, dass man vielleicht schneller in den Raum kommt oder auch eine Übergabe schneller erfolgt, aber das Prozedere, was dann passiert, dauert gleich schnell und man kann auch von einer Trage vom RTW runtergehen und dann im Wartezimmer Platz nehmen. Da gucken die Leute einen auch immer ganz irritiert an. Ich dann sage, sie dürfen absteigen. Weil sie haben sich den Finger geklemmt, da kann man laufen. Also in der Regel, das muss man den Leuten dann sagen. Ne? Ja, ist so ein bisschen wie, das fand ich immer so süß als Notärztin, wenn man dann so reinkommt irgendwo, das habe ich in meinem Buch davor geschrieben, und dann liegen die Leute im Bett. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und dann guckst du dich so um, so, und dann weißt du, okay, die Haustür stand auf. Das Telefon ist unten im Eingangsbereich. Du kommst unten, arbeitet ihr im Rettungsdienst? Ja, ihr kennt das, ne? So, dann weißt du, dann rufst du, die Tür steht offen, ja. Du kommst rein, dann denkst du, huch, ne, ist hier einer oder so? Und dann rufst du, hallo, wo müssen wir denn hin? Dann hörst du dann so, nach oben, ist immer nach oben. Dann gehst du nach oben und dann liegt am Ende des Flurs, immer im letzten Zimmer. Liegt einer. Liegt dann ganz zauberhaft, oft ältere Damen, so. Und dann fragst du, hallo, Rettungsdienst. Ich habe schon lange auf Sie gewartet. Ja, das sind die mit dem Koffer, aber genau. Die liegen dann auch im Bett. Und dann sagst du, Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Wer hat uns denn die Tür aufgemacht? Ja, ich. Und wer hat uns denn angerufen? Ja, ich. Aber das Telefon ist doch unten und die Tür ist unten. Wieso liegen Sie... Oben. Oben im letzten Zimmer.
Dann geht immer so ein Auge auf. Ich dachte, das macht man so. Nee, nee, nee. Also es ist süß, ja. Aber das erklären wir dann immer, dass man durchaus auch auf uns unten warten kann. Also man kann sich auch dann ins Wohnzimmer setzen. Aber das ist halt so ein bisschen die Sache, man kann auch auf den Rettungsdienst warten, ohne im Bett zu liegen. Schön ist auch dann frisch angezogen, gestärktes Hemd und so weiter. Geht auch. Oder du hast ja auch andere Dinge schon erlebt. Habe ich auch, aber ich sage ja, die mit dann gestärktem Hemd und sauber gepackten Koffer ganz oben liegen, da sind wir meistens nicht so wirklich richtig. Weil wir die kommen hätten ja auch so hinfahren können. Gehen, ja. Ich sag mal, wenn du nur Zeit hast, dir einen frischen Schlüppi zu organisieren, ist nicht ganz so schlimm. Das stimmt. Und wenn es ein Notfall ist und du hast keinen frischen Schlüppi an, wird keiner von uns was sagen. Ja. Ist ja so ähnlich, wie wenn die Leute rufen immer uns, denn die passt also für die letzte Ölung. Und dann ist ja, wir können auch schon früher kommen. Aber wir sind ja so die Todesengel. Wir können auch schon wie früher. Wie viel früher denn? Ja, es heißt ja auch Krankensalbung. Heißt ja auch. Ja, ne, gibt's das heißt auch. Ja eigentlich so. Eigentlich heißt ne? Das Krankensalbung. Aber die rufen uns immer zur... Wenn's aber die Angehörigen rufen meist, ja, meistens. Heute egal. Aber das ist auch ein ganz interessantes Thema, weil das ist ja wichtig, dass ihr seid ja nicht die Todesengel, wenn nein, ihr kommt. Nein, gar nicht. Genauso, ich bin ja weiß hier. Ne? Ich bin ja ganz in weiß. Ganz bin in weiß. Ganz in weiß. Nee, aber das ist ohne mir auch ein Anliegen zum Beispiel, das habe ich ganz bei sehr vielen Menschen, die in einer palliativen Situation sind, die vielleicht gar nicht wissen, was eine Palliativstation ist. Auch das ist mir sehr wichtig. Hatte ich jetzt einen sehr beeindruckenden Fall oder einen sehr emotionalen Fall in meiner letzten Schicht im Rettungsdienst. Und da wissen viele gar nicht, dass eine Palliativstation eine Station ist, wo es Menschen nicht immer nur am Ende ihres Lebens, sondern auch die an einer unheilbaren Erkrankung leiden, wieder besser geht. Also 70% der, ich habe ein ganz tolles Praktikum machen dürfen auf der Palliativstation, 70% der Menschen, die dorthin kommen mit schwersten Symptomen, vielleicht haben die Krebs und die haben Übelkeit, sind schwach auf den Beinen, können nichts mehr zu sich nehmen. 70% der Patienten verlassen tatsächlich diese Palliativstation. Ihr seid auf der Palliativstation, ihr nickt so irgendwie, aber kennt das vielleicht. Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und dann war so meine Aufgabe, der Patientin wirklich zu erklären, als ich das Wort Palliativstation sagte, da kriegte die wirklich erstmal Panik, weil sie dachte, wahrscheinlich das gleiche, wie wenn du jetzt kommst, sobald ich über diese Stufe, also in diese Station gehe, bedeutet das, dass ich sterbe. Und da habe ich gesagt, das ist so nicht. Und deswegen ist das ja auch ein Stück wichtig, darüber aufzuklären, nur weil du da kommst, bedeutet das nicht, dass man stirbt. So ist es, genau. Und wenn man eine Palliativstation betritt, bedeutet das ja nicht auch nicht gleich, dass man stirbt. Aber trotzdem jetzt aus reinem Interesse, gibt es, weil das ist jetzt off-topic, das ist jetzt nur rein persönlich. Ja, gibt es jemanden, den du vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal die letzte Ölung gegeben hast? Das nicht, aber zum Beispiel heute bin ich überzeugt, das war eine Krankensalbung. Heute bin ich überzeugt davon, die Dame hatte das, also die hat noch so eine gesunde Gesichtsfarbe gehabt und sowas. Also ich glaube, die wird den morgigen Tag noch erleben und auch den übermorgigen Tag. Aber also man kann das als Angehöriger nicht beeinflussen, wenn man dich dann bestellt und sagt, mach ich komme mal. Gerne. Nein, immer, okay. Immer. Aber das alles ist gut. Auch da alles haben wir gut. Wieder was gemeinsam. Wir befassen uns ja auch mit dem Ende des Lebens, mit dem Sterben. Und das ist wichtig, dass wir Menschen auch die Angst nehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel, würde mich jetzt auch interessieren, gibt es was dich Menschen gefragt haben? Also es gibt manchmal, es gibt tolle Gespräche. Warum stehen also, wir eigentlich? Weiß ich nicht. Also ich warte schon die ganze Zeit, aber ich bin natürlich höflich. Mal. Die Dame. So, ich bin ja noch von der alten, haben wir gestern festgestellt, von der alten Schule. Haben wir das gestern festgestellt? Ja, haben wir gestern festgestellt. Da war ich, glaube ich, nicht da. Doch. Es geht, also als ich auf dieser Seite saß, wir sagen ja nicht, was ach ja, das ja, war. Ja, okay, alles als klar. Ich auf dieser Seite, vielleicht kommt das heute Abend noch, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mehr. Also jetzt war mal, was? Ja, ernsthaft. Ja, also Mensch, die Leute, ja, es gibt so und so. Am schönsten finde ich es immer, ist auch der Tipp. Also ich werde am liebsten gerufen, wenn Angehörige dabei sind und wenn der Kranke noch wirklich noch aufnahmefähig ist. Also wenn da jemand ist, ist natürlich auch, ich habe auch schon alle möglichen Situationen erlebt. Was weiß ich, ganz alleine, Menschen in Verlassenheit, aber auch natürlich, dass die mir doch tolle Sachen gesagt haben. Ne? Sehr traurig manchmal auch sehr lustig. Also es gibt auch noch immer diejenigen, die noch vor dem Sterben Witz auf den Lippen haben. Das gibt es auch. Also so ähnlich, wie du das auch erlebst,
erlebe ich das auch immer wieder. Ne? Also, aber wie gesagt, am schönsten, am liebsten finde ich immer, wenn Angehörige dabei sind, wenn das auch eine Feier ist, wo dann auch nochmal die ganze Familie da ist, dann ist auch nochmal ein bisschen Verabschiedung. Das ist zwar traurig einerseits, aber es ist auch nochmal schön und ein toller Moment. Aber wie viele, weil mich das auch wirklich interessiert, ob da auch sehr viele Parallelen zwischen uns sind, wie viele Menschen haben dir tatsächlich gesagt, es ist gut? Also ich kann gehen, ich bin bereit. Keiner. Ach krass. Keiner. Nee, das hat keiner gesagt. Ich glaube, das ist so, also jeder möchte doch noch, manche sind entspannt oder gläubige Menschen, die sagen, also danach kommt was anderes oder dann ist es auch in Ordnung oder man spürt auch, die sind im Frieden. Gibt es ja, ja auch, gibt ja auch immer noch ungelöste Konflikte in der Familie oder so. Das merkt man auch nur Leute, die warten. Die auch warten, manchmal warten die und die Leute, auf die warten, kommen nicht. Das ist natürlich sehr traurig, habe ich auch schon ein- oder zweimal erlebt, wenn man wartet und wartet und die kommen nicht. Das ist dann so. Also es ist immer verschieden, aber ich glaube, so richtig gern in Anführungsstrichen geht keiner. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hurra, gut, es gibt vielleicht Selbstmörder oder sowas. Ja, gut, hurra, gibt's natürlich, nee. Hurra, weg aus dieser Welt. Ich glaube auch nicht, dass sie hurra schreien, weil es gibt ja einen Grund dafür. Die sind ja offensichtlich nicht gerne da, aber ich weiß es nicht. Also ich habe, also meine Erfahrung ist schon, dass ganz, ganz wenig Menschen sagen, es ist gut. Ich habe alles gemacht, was ich, also ich glaube, die sagen nicht, dass das Sterben selber jetzt das ist, worauf sie gewartet haben, aber die zumindest sagen, es ist gut, ich habe mein Leben gelebt. Das ist das, was du meinst mit Frieden. Ne? Die schöne Geschichte aus einem deiner Bücher mit der mit alten Frau Berger. Dame, ja, mit dem Sekt, das ist natürlich eine wunderschöne genau, Geschichte. Genau, wo wir dann noch einen Sekt getrunken haben, sowas genau. Zum Beispiel. Das habe ich auch ganz selten, dass dann einer so auch sagt, ich kann gehen und ich weiß auch, dass ich gehe und ich stoße jetzt nochmal aufs Leben an. Aber viele sagen tatsächlich, ich bereue, also wenn du die, ich versuche ja dann noch auch in so Situationen, wenn jemand noch mit mir sprechen kann, auch zu fragen, ob das okay ist oder ob man noch Angst hat zum Beispiel. Und dann kommt ganz oft, ich bereue einfach, dass ich bereue die Dinge, die ich nicht gemacht habe und nicht die, die ich gemacht habe. Weil die ich gemacht habe, da wusste ich, ist gut gewesen oder nicht, das kann ich beurteilen, aber die Dinge, die ich nicht gemacht habe, das sind die, an denen ich noch nachhänge. Also das, deswegen, das ist ja auch vor allen Dingen jetzt auch in meinen vorigen Büchern immer wieder Thema und da kann ich nur die Leute motivieren. Ich habe sehr viele Menschen am Sterbebett begleitet und das habe ich für mich mitgenommen. Ihr werdet nicht die Dinge bereuen, die ihr nicht gemacht habt, die ihr gemacht habt, sondern die ihr nicht gemacht habt. Also deshalb auf geht's. Genau, auf deinem Leben. Habe ich gestern wahrgenommen. Leben. Lebe das Leben, oder? Lebe jetzt, mein Lebe Motto. Jetzt, ne? Ist doch dein Motto. Genau. Ist ein Motto. Dann finde ich wunderbares. Ne? Das tun wir jetzt. So, ja, also ich meine. Das tun wir jetzt? Ja, nein, nennen wir den Mann jetzt das noch nicht. Trink erstmal Wasser. Du trinkst erstmal was. Also, du liest mal was Wasser. Vor. Okay, ich also lese warum, mal was vor. Man könnte ja sagen, das ist ja wichtig. Wir sind ja beide. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, klar. Und bei Lesungen habe ich einmal eine Lesung gemacht, weil ich rede immer sehr gerne und hat am Ende eine Dame. Ach, glaubt man nicht, ne? Nee. Da hat eine Dame aufgezeigt und hat gesagt, das ist die erste Lesung, wo noch nie aus dem Buch vorgelesen worden ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb. Das wollen wir nicht. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Mensch, dass du das jetzt Warum hast du dieses Buch geschrieben, Caro? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auf ein Buch gewartet. Wir wollen ja mal ein Buch zusammen machen. Es könnte wie es könnte. Es hätte noch immer Jod gegangen. Es hätte noch immer Jod gegangen, genau. Also bitte. Ja, ich habe das Buch geschrieben, das möchte ich jetzt auch so ein bisschen auch als Einleitung mal lesen, genau aus dem Grund, dass ich ja immer Sachen, oder nicht immer, weil ich ständig Sachen gefragt werde und mich dann aufgrund dieser Dinge, die ich, natürlich ist ein bisschen die Hemmschwelle in Social Media etwas niedriger, die ist, wobei die zum Beispiel in einem Untersuchungsraum, wenn man dort in der Notaufnahme sitzt, auch relativ niedrig ist, die Hemmschwelle, wenn die Tür zu ist. Aber bei Social Media, da gibt es so gut wie gar keine Hemmschwelle. Weil das ist ein bisschen anonym, hat man das Gefühl. Das sind meistens dann auch Menschen, wo kein Profilbild hintersteckt, die einen Namen mit 1, 2, 3, 5, 8 und Ausrufezeichen haben. Die fragen aber auch nicht nur, manchmal kriege ich auch Dinge geschickt, die ich nicht sehen will. Da meine ich jetzt primär nicht nur die Arztbriefe und die CT-Bilder, sondern da meine ich dann auch Körperteile zum Beispiel. Nee, das wäre ja noch harmlos. Fußnägel. Nee, wobei jetzt, wo du das sagst, ist tatsächlich manchmal ein Fußnagel schlimmer als
an das andere, ja. Genau, alles klar, gut. Aber es gibt ja einen Fetisch für alles. Auch das habe ich ja mal in meinem ersten Buch geschrieben. Das war das erste Highlight in Klausen, der Latexmann Klausen in der Kirche. Latexmann, das ist wunderbar. Der Latexmann in der Kirche, in einer katholischen Kirche. Genau, wurde vorgelesen. Auch das. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das alles mal beantworten, damit ich vielleicht ein bisschen weniger Fragen kriege. Ich habe die Bilder dieser ganzen Fragen nicht hier zugetan. Das hätte dann ein bisschen zu weit geführt. Aber der Ansporn war, und das ist auch die Einleitung, kann mir das bitte mal einer erklären? Kann man eigentlich tatsächlich jemanden Löcher in den Bauch fragen? Diese Frage kann ich vorab schon mal beantworten. Nein, denn sonst hätte ich schon ziemlich viele Löcher in meinem Bauch. Es gibt mittlerweile nämlich nichts mehr, was ich nicht schon mal gefragt worden bin, von peinlich über skurril bis eklig oder auch einfach nur lustig. Ich muss da ganz kurz Pause schon machen, weil ich werde auch von einer ganz bestimmten Person, ich glaube mittlerweile ist er 18, vielleicht ist er auch noch 17, auch immer nach getragenen Unterhöschen gefragt. Das finde ich auch immer. Wobei, da gibt es eine lustige Geschichte zu. Dann hat wohl die Mutter mal sein Instagram-Profil gehackt und dann kriegte ich eine aufgeregte Nachricht von der Mutter: Sehr geehrte Frau Dr. Holzner, ich entschuldige mich aufrichtig für meinen Sohn. Fand ich auch gut. Gab es erstmal Ärger. Und da habe ich gesagt, naja, ich könnte jetzt damit umgehen, aber es wäre schön, wenn das nicht jetzt auch noch an andere ging, diese Frage. Ne? Also, naja, aber er ist immer sehr respektvoll. Er sagt immer, sehr geehrte Frau Dr. Holzner, mit freundlichen Grüßen. Also, das finde ich. Das ist doch schön, das ist doch ein guter Anfang. Also, das, ne? So werde ich bei anderen, die mir Bilder schicken, nicht angesprochen. Genau, genau. Ne? Also, das, es ist alles eine Frage des Respekts und der Ansprache. Gab ja auch mal bei einer bestimmten Zeitung ein Dr. Sommer. Ja. Gott sei Dank, sonst wüsste ich bis heute immer noch nicht, wie das funktioniert. Genau, da wurde vielleicht auch solche Fragen gestellt. Das war der Grund, warum ich Medizin studiert habe, damit ich endlich verstehe, was da los ist. Wegen Dr. Sommer hast du Medizin studiert. Ich dachte, das du wird wolltest spannend. Die Nachfolgerin von Dr. Sommer sein. Das ist es! Warte mal ab. So, auf jeden Fall war ich jetzt hier stecken. Also, Patienten und Patientinnen wollen ja in der Regel ganz persönliche und intime Dinge wissen, die sie selbst betreffen. Und wenn man dann mal schon eine leibhaftige Ärztin so ganz für sich alleine hat, dann muss man zuschlagen, also verbal. Warum muss ich eigentlich immer so nötig pipi, wenn ich aufgeregt bin? Kennst du das? Ja. Ja? Okay. Ja, kenne ich. Mein Freund knackt dauernd mit seinen Fingergelenken oder können wir auch hier so, gibt es die Leute, die immer so machen. Ist das nicht schädlich? Wer kann das? Oh, ich habe geknackt gerade. Schön, ne? So, ist das schädlich? Wie gesagt, alle Fragen, die du mir stellst, nein. Das war jetzt eine völlig offene Frage. Ja, das stimmt, aber ich glaube, nein. Weil sagen Sie mal, so Frau Doktor, und das ist das Experiment, was wir gleich machen. Ein Gläschen Sekt am Morgen kurbelt doch den Blutdruck an, oder? Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen Fragen stellen. Die einen wollen Absolution und ein gutes Gefühl, zum Beispiel der Sekt am Morgen. Die anderen wollen vielleicht einfach nur etwas besser wissen als ihr Partner, zum Beispiel Knochenknacken. Es werden aber auch leider oft Behauptungen in den Raum geworfen, da wird gar nichts mehr gefragt. Ganz klar, ist so. Die berühmte Ist-so-Theorie, also diese Behauptung. Genau, sind dann in der Welt und werden über Jahre und Jahrzehnte einfach immer weitergetragen, denn das wird schon stimmen. Der Strich, der blaue Strich, der rote Strich. Da kommen wir gleich, noch zu. Stimmt, aber stimmt auch oft eben nicht. Oder die Dinge sind auch nur halbrichtig. Und deshalb reden wir heute nicht über halbrichtig oder man weiß es nicht so genau, sondern es geht hier in dem Buch um Behauptungen und nur weil ich das behaupte, heißt das nicht, dass es stimmt, sondern dann werden wir es widerlegen oder eben auch unterstreichen. Aus meiner Erfahrung als Ärztin gibt es die Frager und die Behaupter und dann gibt es diejenigen, die wirklich Zusammenhänge verstehen wollen. Also zum Beispiel jetzt, wie Aufregung und dringend Pipi müssen zusammenpassen. Ursache und Wirkung. Und genau darum geht es mir. Schon als Assistenzärztin habe ich immer nach dem Warum gefragt. Also ich wollte verstehen, warum gebe ich bei Kopfschmerzen Ibuprofen? Warum machen wir ein CT? Warum kann eine Herzdruckmassage Leben retten? Warum? Die Eltern unter uns kennen
das nervtötende Warum ihrer Kinder ziemlich gut. Und irgendwann sagen wir, ist so. Ist, da kommt es, ist so. Ne? Schluss. Meine Kinder ermuntere ich mittlerweile sogar, egal was ihr tut, fragt immer nach dem Warum. Und wenn ihr darauf keine Antwort habt oder bekommt, dann fragt erst recht. Also warum tue ich es? Wir müssen den Sinn hinter den Dingen verstehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns fragen, was machen wir da eigentlich? Fragst du dich das manchmal? Was mache ich hier eigentlich? Ja, sehr oft. Sehr oft. Das beruhigt mich. Das beruhigt mich, weil dann reflektierst du dich. Ja, natürlich. Also ich hoffe, du beantwortest dir das dann auch. Du fragst dich. Ja, man findet ja viel Sinn. Ja, man, so ja, findet man Sinn. Fast in allen Dingen, ja, genau. So habe ich zum Beispiel Medizin verstanden und dann war auf einmal alles logisch. Und heute sage ich zu meinen Assistentinnen und Assistenten, ihr könnt alles machen, also am Patienten. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich... Frau Dr. Holzner. Sie hat gesagt, ich darf alles machen. Nein, so ist es nicht gemeint, aber ihr könnt alles machen. Aber wenn ich euch frage, warum ihr das gemacht habt, da will ich nicht hören, weil das alle machen und weil wir das immer schon so gemacht haben. Das Boah, das hasse ja ich, diese Antwort. Kennt ihr das? Das gibt es ja nicht das nur Medizin. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, dann machen ab heute halt anders. Eine sehr katholische Antwort. Ich wollte gerade sagen, oder? Bin ich doch im richtigen Etablissement ja, du für bist das ja, haben das wir ist, immer schon das so ist, gemacht. Die so, wie heißt das? Ist so, ist so. Ist so. Ist ne? so ja. Also ich möchte eine anständige so, Antwort Kirche. Und ich möchte eine Begründung, weil das zeigt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt und euch mit der Thematik auseinandergesetzt habt und versteht, was ihr da tut. So, und das wollen ja auch die Patienten und Patientinnen und jene, die mir jetzt auch über soziale Netzwerke schreiben, die wollen kein Rumgerede, kein Blabla, sondern verständliche Erklärungen. Das ist jetzt das Schöne an meinem Job. In einer vertrauten Vier-Augen-Situation, und ich habe auch noch Schweigepflicht, so wie du, das sagen wir wieder was Gleiches. Das verbindet uns, Wahnsinn. Weil wir so Dinge, die uns verbinden hier. Und in der Schweigepflicht, du kennst das vielleicht aus dem Beichtstuhl. Ja, klar. Da... Du weißt doch gar nicht, was jetzt kommt. Ich kenne das. Also diese Frage, das kennst du, habe ich dir gesagt, ja klar, mehr nicht. Ja klar. Das war die, das war die Frage. In der Vier-Augen-Situation plus Schweigepflicht, da sind die Menschen mitunter absolut hemmungslos und zumindest was ihre Fragen betrifft, auch schmerzfrei. Also hast du schon mal oft gedacht, also hast du schon mal in so einem Beichtstuhl gedacht, huh. Ja, sehr oft im Beichtstuhl. Das, okay. Das ist wahr. Da kannst du ja nichts danach sagen. Ne? Nee, also das ist es ja. Mit Ärzten und Ärztinnen und offensichtlich auch mit Priestern kann man über alles reden. Uns ist ja angeblich nichts Menschliches fremd und wen soll, sonst sollte man nach Sachen fragen, die man sich bisher nie getraut hat und schon gar nicht in aller Öffentlichkeit. Manchmal bin ich mir allerdings nicht sicher, ob diese oder jene Frage jetzt wirklich ernst gemeint ist. Und dank des Internets und seiner Anonymität sinkt die Hemmschwelle immer mehr, obskure Themen anzusprechen. In dem Fall ist es jetzt mal von Vorteil. Oft muss ich erst mal schlucken und manchmal kann ich mir auch ein Grinsen nicht verkneifen. Also Fragen gestellt bekommen ist das eine, aber da musst du auch die richtigen Antworten parat haben. Und, ob es glaubt oder nicht, oft ist meine erste Reaktion, habe ich mich das nicht auch schon mal gefragt? Also auch vielleicht unabhängig vom Medizinischen. Und dann stelle ich auch fest, ja, das habe ich und dann weiß ich selber die Antwort nicht. Und einige Fragen wiederum, gerade die, die zum Beispiel Kinder mir stellen, die habe ich mir nie gestellt. Ich kann sie aber auch nicht beantworten, weil ich mich damit nicht befasst habe. Also die kamen mir bis dato gar nicht in den Sinn. Also zum Beispiel, ob die Augen so stehen bleiben können, wenn man schielt. Kannst du schielen? Nein, nicht so gut. Ich kann nicht so. Also meine Körperbeherrschung ist eigentlich eher rudimentär. Ne, also das lasse ich jetzt mal so stehen. Also ich kann nicht kniepen, ich kann nicht... Zitat des Tages, meine Körperbeherrschung ist rudimentär. Ja, so ist es, ja. Ich weiß nicht, ob das als Priester so... Egal. So. Ich rede ja nur von mir. Ja, natürlich, du hast jetzt natürlich. So. Es ist ja immer... Aber das kennen ja auch Eltern, man sagt ja den Kindern, lass eine Schiel nicht, ne, bleiben deine Augen stehen. Und über einige Fragen musste ich dann doch wirklich etwas länger nachdenken und gründlicher recherchieren. Zum Beispiel hat meine Oma immer gesagt, ob Butter auf einer Beule wirklich hilft. Wenn ich dich jetzt frage, sagst du wieder, nee, du hast ja nein, gefragt. Nein, das sage ich ausnahmsweise mal ja. Aha. Sag mal ja, ich sag mal ja. Ich bin ja Freund oder der... ob eine Darmreinigung wirklich den Darm reinigt.
Darmheiler? Darmreinigung. 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 Nein, ja, ich sag mal ja. Ich wechsle mal die Taktik. Super, hinter weiß keiner mehr, wo ja oder nein war. Ja, es ist so. Ist super, deswegen müssen alle das Buch lesen, weil du verwirrst genau, alle Leute. Das, wie ich es immer, ja egal, habe ich ja gestern also, schon erzählt. Also ich lerne auf jeden Fall immer selber was und ich muss auch drüber schmunzeln. Und dann habe ich mir einfach mal einen ganzen Haufen Fragen, die mir so gestellt worden sind, Behauptungen, ne, seit Ewigkeiten, die kursieren, zur Brust genommen, recherchiert und festgestellt, einiges wusste ich selber nicht. Und bei anderen ist es an der Zeit, jetzt mal dringend, das ist wirklich dringend an der Zeit, mit Fehlinformationen und Mythen aufzuräumen. Und deswegen ist die Idee dieses Buchs geboren worden. Und bleibt das Herz jetzt eigentlich kurz stehen, wenn man niest? Und stimmt die Geschichte von dem blauen Strich auf dem Arm, der angeblich bei einer Blutvergiftung bis zum Herzen wandert? Wer hat das nicht schon mal gehört? Wer kennt diesen Strich? Die Geschichte vom Strich, es geht nicht, ob es ja oder falsch ist. Wer kennt Strich, den Strich? Blauer Strich bei Blutvergiftung. Oder rot, bei mir. Rot-blau Strich. Rot, und blau. Jetzt muss der Albert schon mal spoilern, wir haben mich gestern so eine Kelle gekriegt. Das werden wir heute noch thematisieren. Ja. Roter oder blauer Strich? Nicht. So. Das merkt ihr euch schon mal. Also ich muss mir das mal angucken. Nicht. So, ne? Weil das gestern. Ist mir ganz wichtig, da kommen wir gleich noch zu. Also Schluss mit Gerüchten, Unsinn und falschen Behauptungen. Jetzt gibt es die Antworten auf Fragen, die du dir vielleicht noch nie gestellt hast, aber immer schon mal wissen wolltest. Ja, sehr interessant, ja. Also. Und jetzt gibt es nicht nur die Antwort, es gibt auch noch die Erklärung dazu. Also und nicht nur das, du wirst Interessantes über deine Organe erfahren. Also was hat eigentlich die Laus auf der Leber zu suchen? Woher kommt das? Warum passt zwischen Leber und Milz angeblich immer ein Pilz? Ja, sehr. Ja. Hast du das eigentlich schon? Hast du das schon? Weißt du das? Zwei Bier vor vier, ja, genau. Das hätte ich auch nochmal. Die Frage war: stimmt das? Zwei Bier vor vier. Ja. Das werden wir besprechen zum Beispiel. Oder ich möchte euch auch mit dem sogenannten Vagabunden bekannt machen, also dem vegetativen Nervensystem, das durch euren Körper wandert und dort unter anderem für Ruhe sorgt. Und ihr werdet den sympathischen Nervengott kennenlernen, also der Gegenspieler, der Sympathikus, und verstehen, warum es gut ist, sich auf ihn zu verlassen. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass das Herz schneller schlägt. Das ist unser Fright and Flight Nervensystem. Ne? Also das heißt, du musst dir keine Sorgen machen, das Herz wird automatisch schneller schlagen, wenn du im Stress bist, weil du willst ja wegrennen. Ja klar. Kennst du nicht. Du kennst den Rest and Digest, das kennt der Albert, den Entspannungs... Ich bin grundsätzlich ein entspannter Mensch, aber ich bin natürlich der Säbelzahntiger aus der Steinzeit. Ja, und da kann man... Wenn der kommt, dann... Und da kann man ja zwei Sachen machen, wenn der Säbelzahntiger kommt, da kann man entweder Rest and Digest, also ja, quasi stehen bleiben und sich totstellen. Also gegen zack, eigentlich weglaufen bringt nichts. Oder man kann Fright and Flight. Ja, da muss man aber, der ist also sehr bezahlt. Also ich wäre ja Fright and Flight, ich wäre jetzt nicht da stehen geblieben. Ja. Aber auf jeden Fall, das macht unser vegetatives Nervensystem. Und am Ende beweise ich dir sogar, dass es Schmetterlinge im Bauch wirklich gibt. Oh, war gestern alles nicht hier. Also es ist ja hier das Programm. Die heißen medizinisch nur anders. Und wusstest du eigentlich, dass du zwei Hirne hast? Also nicht Hirnhälften, sondern zwei Hirne. Zwei Hirne? Ja, Hirne, wie man hier Hirne. Sagt. Hirne. Hirn. Wir im Ruhrgebiet kennen das Hirn nicht. Wir sagen Hirne. Wir sagen IA, Hirne. So sagen wir das. Hirne. Ja, bei euch im Ruhrgebiet. Hirn. Du sagst Hirn? Kumion. Also zwei... Donnerstag. Kumion. Donnerstag. Sagt man bei euch Donnerstag. Donnerstag. Kumion. Gut, also egal, Hirn. Wusste Hirn, ich nicht. Zwei Hirne. Bei manchen könnte man glauben, sie hätten keins, aber eigentlich manche haben auch nur eins, ja, oder vielleicht schon ein halbes. Ja, gibt's auch. Ne, gibt's und auch. Das machen wir jetzt. Wir benutzen jetzt mal unser Gehirn und wir machen jetzt Medizin endlich verständlich. Und nach dem Buch bist du fit für alle Quizshows und besitzt unterhaltsames, fundiertes Wissen. Super. Und da kannst du auf jeder Familienfeier richtig klug scheißen. Aber das Wichtigste ist nicht das Klugscheißen, sondern ich möchte ja Schluss machen mit Unwissenheit und zeigen, dass man eben nicht alles weiß oder wissen kann, aber es ist gut, wenn man Bescheid weiß. Kann ich sagen, ist so. Ist so. Weil die Doc Caro hat das gesagt. Nee, nicht weil die Doc Caro das gesagt hat, das ist ja keine Begründung. Ja, weil das in dem Buch steht. Weil das wissenschaftlich erklärbar ist. Na ja, das ist richtig, natürlich, ist klar. Die hat gesagt, das ist so. So. Und deswegen ist gut, dass man Bescheid weiß, denn Achtung, Wissen kann Leben retten, Stichwort blauer Strich. Und jetzt nochmal für die Eltern hier, die Kinder zu Hause haben.
Wenn ihr euren Kindern jetzt weiterhin kleine Notlügen auftischen wollt, also nicht mit nassen Haaren ins Bett, uns bis zum Morgen erkältet, kein Fernsehen, das ist schlecht für die Augen, Kirschen, nicht so viel Kirschen essen. Gurken, früher hieß es immer, wenn man Gurkensalat gegessen hat, darf man nichts mehr trinken. Sonst wird da irgendwie, kriegt man Bauchschmerzen. Das kenne ich auch nicht, ich kenne das mit Kirschen zum Beispiel. Ja. Also wenn ihr das weiter erzählen wollt, ne, dann solltet ihr das Buch hier jetzt gut verstecken. Denn wenn die Kinder die Lektüre in die Finger bekommen, das ist auch eine interessante Frage. Dann könnt ihr einpacken. Also ich brauche meiner Tochter jedenfalls keine komischen Begründungen mehr zu liefern. Dann lacht die nur noch und sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist auch schön. Immer, stimmt doch gar stimmt nicht. Doch gar stimmt nicht. Doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht, genau. Ist irgendwie auch schön. Und apropos Löcher in den Bauch fragen, die Redewendung, die soll angeblich aus dem Mittelalter entstanden sein. Folter und so. Oh. Löcher in den Bauch fragen. Ja, da sind wir schon wieder die Experten. Keine Sorge, wird niemand... Der dauert ein bisschen. Die Dominikaner hatten ja, da sagt man immer, bekenne oder brenne. Sagt man, stimmt natürlich. Haben die anderen auch gemacht. Also, Wir wollen doch Leute motivieren, ja, in die stimmt, Kirche das zu ist kommen. Wahr. Deswegen habe ich den schwarzen Mantel ja nicht mehr an. Das ist gut, das macht schon vor. Also. Hier kommt der Biber Butzemann. Ich... Boah, das ist ja furchtbar. Also ich möchte jedenfalls einfach jetzt Medizin. Was du da machst, ist was anderes. Aber ich wollte Medizin humorvoll verständlich beantworten und natürlich die Wieso, Weshalb, Warum. Und die Sesamstraße hat schon vorgemacht, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also auf geht's, Albert. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Hast du auch Sesamstraße geguckt? Ja, es dann war das so, willst du ein I? Willst du ein Eifelfeuer? Ja, aber es gibt ja noch was anderes. Ja, genau. Das ist nämlich zum Beispiel eine, das ist, geht jetzt nahtlos über, deswegen habe ich jetzt, wusstest du gar nicht, ich habe den Elblingbrü von der Mosel mitgebracht. Das ist also wirklich ein deutscher Winzerqualitätswein. Also das ist jetzt nicht irgendwas. Ich könnte... Das ist tatsächlich... Der Lebensretterwein hier, den ich von meinem lieben Karl-Heinz bekommen habe. Wer vielleicht die Sendung ja gesehen hat und mein zweites Buch gelesen hat, Karl-Heinz, dem geht es wieder so gut, dass der hier Der trinkt das vielleicht. Der war gestern da. Und das finde ich eine ganz hervorragende... Du kannst das mal aufmachen. Möchtest du das aufmachen? Ja, ich kann das mal. Du kannst ein bisschen noch lesen. Ich kann ein bisschen mal voll... Weil die Frage ist an der Stelle nämlich, Sekt kurbelt den Blutdruck an. Wer sagt ja? Oh Leute, ey, Leute, ja, also komm, ey, weißt du, schön morgens immer beim Brunch, ne, im Darmkränzchen, alles haut sich den Sekt rein und dann kommt, kurbelt den Blutdruck an, dann stimmt, also, ja oder nein? Ja? Ja? Nein? Wer ist für nein? Wir werden es erfahren. So, ich habe mal wieder mal, weil du bist ja immer mein Live-Experiment, hier, hat geklappt. Oh, jetzt fällt alles runter. Das ist egal. Das Eifelfeuer. Den Tisch haben wir damals mal gekauft. Ja, es ist alles, ja. So, du kannst mal was einschenken, weil ich habe jetzt mal den Blutdruck. Ja, du machst, ich bin ja hier ganz dein Assistant hier. Die ist nicht für mich, die ist für den Albert. Da kann ich direkt auch noch mal gucken, ob es ihm gut geht. Das ist ja auch so ein Problem, ne? Genau. Das ist bestimmt, du trinkst aber auch diesmal ein bisschen was. Ja, den Sekt muss ich mittrinken. Das ist ja... So, Achtung. Ja, bitte, bitte. Ich habe jetzt aber nur die normale Manschette, ne? Ich weiß nicht, ob das nicht die will. Kriegst du das hochgekrempelt? Ja, okay, Moment. Ich bin nicht multitaskingfähig, genau das. Weil ich muss ja gleich mit dem Stethoskop richtig oldschool. Ach, das kann ich jetzt übrigens auch mal so als kleine Lehrexkursion machen. Weißt du eigentlich, warum wir hier sowas machen mit Stethoskop, wie wir da den Blutdruck messen, was wir da tun? Soll ich das mal erklären? Wisst ihr das alle? Warum wir das machen? Okay, vielleicht die nicht vom Fach sind. Eieiei. Kalte Hände, warmes Herz. Ja, das ist hier, oh Gott, Wenn ich das gewusst hätte, was, dann hättest du dir was anderes angezogen. Hätte ich anders angezogen hier. Oh Gott, das ist aber eng. Unter. So. Jetzt geht's los. Also, das was wir ja machen, immer. Lass das mal hängen hier. Ja, das liebe ich immer. Also. Das ist einfach nur voll. Contenance. Ich wollte jetzt gerade was sagen, aber dann erinnerte ich mich, dass hier Publikum sitzt, dann habe ich es nicht gesagt. Aber ich muss doch was trinken, damit Darf ich erst mal vorher messen? Ach, vorher, nachher. Ach so, ja klar.
Stimmt. Also, fühlt ihr mal bei euch den Puls hier bitte? Das da, wo, wenn ihr so dreht, da wo der Daumen ist, da fühlt man den Puls. Wenn man den gut tasten kann, bedeutet das, dass der Blutdruck, der obere Wert über 90 ist. Und was wir jetzt mit der Manschette machen ist, ich drücke jetzt quasi diesen Puls, diesen Blut, also dass das Blut da unten ankommt, drücke ich jetzt ab. Ja. Das liebe ich immer, das ist immer sehr schön. So, und deswegen macht man das. Das geht schon los. Passiert doch gar nichts. Ja. Also die Blutdruckmanschette habe ich mir geliehen. Ich hoffe, die funktioniert. Jetzt gerade passiert nichts. Geht die? War die kaputt? Schon. Hast du eine bessere? Ah, jetzt passiert was. Ne? Hier jetzt passiert was. Kabelfehler. Jetzt geht's los. So, also deswegen pumpt man das. In der Regel haben die Leute unter 200 Blutdruck. Deswegen pumpen wir das hier bis 200 auf. Dann sind wir sicher. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu hören, wann dein oberer Blutdruck ist. Entweder ich höre das mit dem Stethoskop hier an dem Gefäß, wann das wieder Bum-Bum macht. Dann weiß ich, das ist der obere Wert. Und der untere Wert ist, wann das wieder aufhört. Oder ich fühle. Ich kann hier auch fühlen. Genau. Ich mache das jetzt hier mal völlig professionell. Super, also das sehe ich hier. Mit meinem Stethoskop. Und wie ist das so für dich hier? Es geht. Es geht so. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du Bluthochdruck hast. Nimmst du eigentlich Tabletten? Nein. Okay. Nein, noch wirklich nicht. Ab heute kann schon. Meine Mutter bestätigen. Ich bin da nicht so, ich glaube da. Achso, darf ich ja glauben, ist ja immer, Vorsicht. Glauben ist immer gefährlich. Oh, bedenkliches Gesicht. Eigentlich sitzt hier schon ein Toter. Oh Gott. Na gut. Kein Pferd. Also ich würde sagen, du bist für dieses Experiment gänzlich ungeeignet, weil der ist schon 160 zu 100. Ja. Aber wir riskieren es trotzdem. Wollen wir das wirklich? Ja, natürlich. Das Eifelfeuer hat gestern auch geklappt. Das hat mich ja. Das würde mich zu dem nächsten Kapitel bringen. Also ich wäre beinahe am Ende natürlich zusammengeklappt, beinahe, weil ich das ja so stimmt. lange hier stehen also, musste. Aber okay, nichtsdestotrotz, also wir trinken jetzt trotzdem und dann gucke ich gleich nochmal, vielleicht ist es auch die Aufregung, weil ich jetzt da bei dir den Blutdruck messe. Das ist ja der Arzteffekt, eine das kennen Frau wir alle. Sehr nah, das ist natürlich, ja, das ist ja, ja. Aber wir waren uns aber auch schon näher, hör mal. Ja, das ist auch wahr, ja. Das ist auch wahr. So, also. Das ist ja auch nicht, nein, wir könnten. Du weißt aber, dass du jetzt auch trinken musst, ne? Das ist jetzt nicht ja, so, natürlich. Dass das rein da freue ich mich drauf. Das also auf euch. Zum Wohl. Zum Prost. Auf den Moselwein, auf euch. Der ist jetzt nicht eiskalt, aber ist lecker. Ja, kann man immer trinken. Hauptsache Prozente, Hauptsache es knallt. Hat also ein Pastor, wo ich gelernt habe, wo ich Kaplan war, hat das immer gesagt. Was, Hauptsache knallt? Hauptsache es knallt. Hermann Josef Lücker aus Visbeck, der hat bist das Pastor immer gesagt. Pastor geworden, damit er einfach den ganzen Tag Wein trinken kann? Oder? Ja, ich wiederhole nur das, was der mir gesagt hat. Okay. Also du trinkst bitte weiter, weil wir wollen das ja gleich nochmal. Ja, super, noch das ist ja echt toll. Also ich finde, ich bin gerne dein Versuchskaninchen. Ja, das ist... Es endet dann immer dramatisch. Aber gut, wir machen das mal weiter. Also Sekko mit dem Blutdruck an, wir waren ungefähr halbe, waren wir, ne? Oder? Wir waren noch so... Wir müssen ja, es muss ja wie gestern, ich habe das jetzt gelernt, man muss das ja ein bisschen, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. 10 Minuten oder Viertelstunde oder so. Trinken das muss, mal. Also erstmal jetzt die Gesichtsfarbe, Sie merken das schon, das ist jetzt die erste, ich war gestern auch, da muss jetzt ein bisschen die Gesichtsfarbe, ja. Nach zwei Schlücken Sekt. Nein, natürlich mehr. Ist ja, die Flasche ist ja hier, ist ja noch... Gut, also. Man kann das auch ein bisschen befeuern durch Eifelfeuer. Gut. Du machst mal, ich lese. Ja? Also, Sekt kurbelt den Blutdruck an. Ich liebe diese Art von Aussagen. Genau genommen ist es natürlich eine Behauptung, hinter der letztlich der Wunsch steht, sie möge bitte wahr sein. Viele Menschen bitten mich als Ärztin ja häufig unbewusst um Absolution, um ihre kleinen Sünden zu rechtfertigen. Also, das Gläschen Sekt am Morgen für den Kreislauf oder die Schokolade für die Nerven zum Beispiel. Kaffee. Alles menschlich. Denn das Leben soll ja bitte auch Spaß machen. Man möchte ja nicht alles verbieten. Denn der innere Schweinehund, der möchte ja auch Leckerli.
Und damit uns nicht ständig das schlechte Gewissen plagt, suchen wir nach plausiblen Erklärungen, warum Sport doch irgendwie Mord ist. Kennst du auch, ne? Mein großes Vorbild ist Winston Churchill. Jetzt. No sports. Das ist eine Gesundheitsveranstaltung. Ach so, das stimmt. Aber, Mann, aber ich bin völlig am Ziel vorbei. So, also nochmal, wir waren bei Sport ist Mord. Wo war ich jetzt? Sport ist Mord. Sport ist Mord. Kennst du auch, hast du oder gesehen. Einmal ist kein Mal, ist auch so eine schöne Begründung, ne? Das ist ja zwei Bier vor vier. So, und genau. Deshalb sitzen jetzt... Entschuldigung. Und deshalb sitzen jetzt reizende ältere Damen und Herren morgens in ihrer Lieblingscafé mit einem Gläschen Sekt, freuen sich des Lebens über den angeregten Kreislauf. Genau. Upsala, geht schon los. Sehr lecker. Ich mache das übrigens auch ganz gerne mit meinen Freundinnen, echt wahr, aber da ist der Kreislauf jetzt zweitrangig. Das ist nur, weil... So. Ihr macht das ja aus, nicht aus Gesundheit. Wir machen es einfach, weil es Spaß macht. Einfach so, weil es Spaß macht, genau. Wer also möchte dem Darmkränzchen da die Sektlaune verderben? Also ich jetzt sicherlich nicht, ich möchte, bin ja Teil davon. Aber ich möchte trotzdem versuchen, die Frage richtig zu beantworten. Ich bin jetzt keine Kardiologin, aber ich kenne sehr viele gute und nette Kollegen und die haben mich dann aufgeklärt. Und auch auf der Internetseite der Deutschen Herzstiftung kann man sich Informationen holen. Da gibt es nämlich eine Herzsprechstunde und die Kolleginnen und Kollegen können die Sektkurbel-Kreislauf-Anfrage sehr gut beantworten. Aber jetzt gibt es leider, wie so oft im Leben, kein klares Ja. Oder nein. So, zum besten Verständnis. Die Behauptung, Sekt kurbelt den Kreislauf an. Der liegt ja offenbar ein niedriger Blutdruck zugrunde. Also die sogenannte Hypotonie. Also bei dir jetzt... Nützt es ja... Bin ja... Weil wenn ich jetzt nicht niedrigen Blutdruck hätte, dann müsste ich ja nichts ankurbeln. Das stimmt. Man ist ja morgens noch etwas antriebslos, vielleicht schlapp und müde und dann will man sich in Schwung bringen. Also da ist jetzt vielleicht Schaumwein nicht so die ideale Idee. Aber warum jetzt eigentlich mit Sekt? Warum jetzt nicht mit einem Glas Bier oder Weißwein? Das liegt wohl eher an der spritzigen Kohlensäure. Die regt nämlich die Durchblutung der Schleimhäute an. Im Magen oder Dünndarm ebenfalls. Und so eine bessere Durchblutung bedeutet, dass der Körper... Kohlensäure, ich Kohlensäure. Betrachte das nur, ob das stimmt, stimmt ja. Und so eine bessere Durchblutung bedeutet ja, also der Schleimhäute jetzt, dass der Körper mehr Alkohol aufnehmen kann und auch so mehr in den Blutkreislauf gelangt. Und das ab dem ersten Schluck. Das ist dieses Prickeln. Bitzeln, bitzelt. Das kann ich jetzt nicht, aber also bitzelt. Das auf jeden Fall. Machen wir jetzt mal den Test und nehmen ein Schlückchen vom prickelnden Getränk und schauen, was passiert. Ja, immer. Die ganze Zeit hier. Ist schon wieder betreutes Trinken, ne? Wie gestern. Ja. So, zuerst erweitert Alkohol die Blutgefäße, vor allem die im Gesicht. Ja? Seht ihr alle? Gut. Man, ja, genau. Das erklärt jetzt die leichte Rötung auf den Wangen. Und das ist vielleicht schon ein kleiner Hinweis auf den Irrtum, das hätte etwas mit angeregtem Blutdruck zu tun, denn wenn sich die Blutgefäße weiten, passiert das nicht nur im Gesicht, sondern überall, auch in den Beinen zum Beispiel. Und da versackt dann das Blut und der Blutdruck würde ja sinken. Ist logisch, ne? Ja, ja, klar. Ja, klar, ja, ja. Klar. Ja, klar. Eigentlich ganz logisch hier. Bei geweiteten Gefäßen braucht es natürlich weniger Druck. Da wurde jetzt schon mal nichts angekurbelt, da wurde ja eher runtergemacht. Aber ab jetzt können die Experten keine hieb- und stichfesten Aussagen mehr treffen. Jetzt gilt der Juristenspruch, kommt drauf an. Jetzt kommt es drauf an. Nämlich auch verschiedene Faktoren. Wie es zum Beispiel um den seelischen Zustand der oder des Sekttrinkers steht. Ist Frau Müller-Klopstock aufgebracht oder verärgert? Weil der Nachbar wieder mit seinen schmutzigen Schuhen bei ihr in die Wohnung gelatscht ist, wird nach dem Glas... ihr Blutdruck mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteigen. Das hätte wohl schon allein der Nachbar ohne Sekt geschafft. War es jetzt also wirklich der Alkohol? Nein.
Guck mal, nein. Es ist eine offene Frage. Es gibt da jetzt keine, ich möchte das einfach mal in den Raum stellen. Eine rhetorische Frage. Nee, es ist eine offene. Offen. Und wenn Frau Kasubke sich zum Sektchen vielleicht ein Kippchen anzündet, dann kurbelt das den Blutdruck vielleicht an, weil Nikotin im ersten Moment die Blutgefäße verengt. Im ersten Moment. In diesem Fall sind die blutdruckerhöhenden Effekte, also Rauchen und Ärger, stärker als die Blutdrucksenkenden des Alkohols. Hinzu kommt, das hatten wir auch gestern gesehen live, dass Alkohol enthemmt. Also, ich habe keine Erinnerung daran. Zum Wohl. Ich habe das auch mal gehört, dass das enthemmt. Es gibt auch Fotos, da kann man dann... Gibt es Fotos? Ja, ich glaube schon. Ja. Gibt Fotos. Aber die zeigen wir nicht. Nein, sind nur auf Facebook und Instagram. Alles das sehen Sie dann auf dem Insta-Profil in Kultur der Wallfahrtskirche. Ja. Also, Alkohol enthemmt und das lässt uns fröhlich und ausgelassen werden und das setzt Glückshormone frei und auch die fördern den Blutdruck. Aber es kommt natürlich wie bei allem, fast allem auf die Menge an. Beim Mann steigt der Blutdruck meist etwa ab 30 Gramm Alkohol an und bei Frauen bereits ab circa 20 Gramm. Kommen wir gleich zu, was das heißt. Also ob der Kreislauf nun wirklich durch den Alkohol in Schwung kommt, ist also nicht abschließend geklärt. Ein Grund könnte die gesteigerte Aktivität unseres Sympathikus sein, denn das wird munter, beispielsweise Leistungssteigerungen bei Stressreaktionen. Aber auch hier hat der Alkohol einen Einfluss. In geringen Mengen wirkt er im Nervensystem entspannend und hebt die Stimmung. In größeren Mengen, das ist das, was danach kommt, dämpfend und betäubend. Und wenn schon morgens Sekt ins vielleicht sogar nüchterne System knallt, der durch seine Kohlensäure ja noch schneller in die Birne geht, kann ich mir schon vorstellen, dass das Nervensystem ein bisschen auf Touren kommt und da werden jetzt laut Herzexperten vermehrt blutdrucksteigernde Hormone, zum Beispiel Adrenalin, ausgeschüttet, was die Erhöhung der Herzfrequenz und des Blutdrucks zur Folge haben kann. Also der Alkohol stimuliert. Ja? Aber das passiert eben noch nicht bei einem Gläschen Sekt. Weiter, war ja noch nicht fertig. In einem 0,1 Liter Glas Sekt stecken ungefähr 8 Gramm reiner Alkohol. Was haben wir gerade? 30, so. 30 habe ich mir gemerkt. Genau. 30. Die Angaben jetzt variieren von 6 bis 11. Eine Frau müsste also schon mindestens 2,5 Gläser am Morgen trinken. 16, 4, und ich 3, finde, da können wir, wenn wir das regelmäßig machen, nicht mehr von 2, einer harmlosen Ankurbelei sprechen. Klar ist aber, wenn jemand über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu viel Alkohol trinkt, dann schadet das nicht nur seiner Leber, das kommt später auch noch, sondern es steigt auch dauerhaft sein Blutdruck und das kann dann lebensgefährlich sein, weil das Risiko für die Entwicklung einer Bluthochdruckerkrankung zunimmt. Und damit vergrößert sich auch das Risiko für ernsthafte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für zum Beispiel einen Herzinfarkt. Jetzt machen wir weitere zwei ganz einfache alkoholfreie Tipps zum Ankurbeln des Kreislaufs. Die haben jetzt nichts mit Sekt zu tun. Jetzt musst du wieder vormachen. Steh mal auf. Wie das aussieht mit dem Arm da so, ne? Muss ja noch gemessen. Mach doch einfach mal 10 Kniebeugen. 10 Kniebeugen? Ja, 10 Kniebeugen. Was ist, weißt du, was eine Kniebeuge ist? Ja, glaube ich schon. Ja, das ist... 10 Kniebeugen. Ja, du weißt doch, was eine Kniebeuge... Oh, was eine Kniebeuge ist. Mach mal vor. Ja, eine Kniebeuge ist so. Also in die Knie. Ich habe jetzt nicht Liegestütze gesagt. Und dann mache ich nochmal den Blutdruck gleich. Okay, ich setze mich schon mal. Muss ja ein bisschen tiefer runter. Albert. Komm, jetzt machst du Armbeugeln. Jetzt musst du richtig mit. Gib mal Puls. Gib mal Puls. 10 so. Stück. Gib mal Puls. 10 Stück. Gib mal deine Hand da. Nein, das. Dein Puls, Mann. Ach so. Gib mal die andere, das ist deine Uhr. Was geht? Ich zieh die Uhr aus. Ich zieh die Uhr völlig aus Atem. Ich zieh die Uhr aus. Waren seine letzten Worte. Ich zieh die Uhr aus. Nee, ist ordentlich. Ist gestiegen, noch gestiegen. Ja, ist gestiegen. Oh Gott, hier, ich heb gleich ab. Also, Kniebeugen. Oh, so. So, da müssen wir erstmal einen drauf trinken, ja, hier. Nach dieser Anstrengung.
Ich glaube, ich habe erst 9 Gramm oder so. 9 Gramm. Also wenn man Zeit und Lust hat, auch Bewegung in der frischen Luft. Statt Sekt sollte man also viel Wasser oder Saftschorle trinken. Gerne auch ein Glas warmes Wasser auf nüchtern Magen. Und ob jetzt hier Seniorenclub um Frau Müller-Klopstock oder Frau Kasubke, Prösterchen oder wir beide, Prösterchen, da kann man sich ruhig hin und wieder mal morgens ein Gläschen Schaumwein gönnen. Und das sage ich jetzt mal als Carola und nicht als Ärztin. Aber eine fadenscheinige und nur halbwahre Erklärung braucht man dafür nicht. Vielleicht einfach nur, weil es schmeckt. Also, die Frage, ob Sekt den Blutdruck ankurbelt. Jein, das kommt drauf an. Generell jedoch erweitert der Alkohol die Blutgefäße ab einer gewissen Menge und dadurch sinkt der Blutdruck. Das ist aber dann mehr so dieses Gedämpfte. Außer man ist seelisch natürlich erregt. Disponiert. Erregt. Erregt. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, warum man erregt ist. Das hatten wir übrigens gestern, das war ja auch eine Frage mit dem Sekt, beziehungsweise mit dem, da hatten wir ja über Glühwein gesprochen. Da ging es ja um das Trinken für den guten Zweck. Nicht, weil es sinnvoll ist, das Trinken an sich. Da war ja die Frage, das kannst du ja vielleicht jetzt beantworten, ob Alkohol von innen wärmt. Nein. Nur wenn man das, also das, das ist wieder Nein, ist eine Nein-Antwort. Das ist so, weil als nur dann, wenn es das Herz erwärmt, also wenn man etwas Gutes damit tut, also in diesem Fall der Glühwein für den guten Zweck erwärmt ihr Herz, weil sie etwas für Nestwärme tun, dadurch erwärmt, wird ihr Herz erwärmt. Aber nicht durch den Glühwein, sondern weil sie etwas Gutes damit tun, für sich und für die Nestwärme. Ich hätte jetzt gerne eine medizinische Antwort. Ja, ich bin doch hier, also ich bin ganz wissenschaftlich hier. Nee, das war wissenschaftlich, war nicht, weil wir was Gutes tun, wird das Herz erwärmt. Das war nicht die wissenschaftliche Antwort. Ja, das ist aber unsere Antwort. Generell das war Gutes deine tun. Antwort und deswegen standst du am Glühweinstand. Tu Gutes und trink Glühwein. Nee. So rum. Okay, also das muss ich jetzt doch nochmal wieder erklären. Ja, bitte. Ich dachte, du hast aufgepasst. Doch, zu viel Eifelfeuer. Ja. Da war ja die Frage, wärmt Alkohol von innen? Das kennen wir ja vielleicht alle auf dem Weihnachtsmarkt, dass wir dann da sitzen und irgendwie uns ist kalt, wir trinken den Glühwein und wir haben das Gefühl, subjektiv, irgendwie uns wird warm oder so ein Grog oder so. Ne? Da muss man aber ganz vorsichtig sein, denn Alkohol, haben wir ja gerade gelernt, erweitert die Gefäße und dadurch kommt es nicht nur zu roten Wängchen, sondern eben auch überall am Körper zu Gefäßerweiterung, was dann bedeutet, dass wir noch mehr auskühlen, weil sich die Gefäße weitstellen. Aber durch den Alkohol merken wir das nicht mehr, weil ja unsere Kälterezeptoren... Wirklichkeitsverändernd. Genau. Also unsere Kälterezeptoren nehmen das nicht mehr so wahr. Die Rezeptoren, das erinnere ich mich. Die Rezeptoren, wo du ja im Laufe des Alters immer weniger hast, haben wir auch schon festgestellt. Es kommt alles wieder. Und das heißt also, Alkohol wärmt nicht von innen. Es ist wirklich gefährlich und da kann ich auch nur... Nochmal, jetzt kommt die Notärztin wieder durch, bei allem Witz, den wir hier machen. Gerade Menschen, die draußen in der Kälte sich aufhalten, die vielleicht wohnungslos, obdachlos sind, die sehr viel Alkohol trinken, damit sie die Kälte, also subjektiv das Gefühl haben, die Kälte nicht merken, die neigen dann dazu. Oder auch jetzt nicht nur Leute, die, kann auch jemand sein, der von einer Party kommt, zu betrunken ist und irgendwie dann auf einer Parkbank einschläft. Das merken die nicht und die können lebensgefährliche bis hin zu wirklich tödliche Unterkühlung haben, weil man kein Gefühl mehr hat für Kälte oder nicht. Ich habe da mal einen ganz dramatischen Fall gehabt, da kann der jetzt heute noch von Glück reden, dass die Medizinertruppe Skiurlaub gemacht hat in irgendwo in Frankreich. Da haben wir mit 10 Leuten so eine Hütte gehabt und auf einmal klopft irgendeiner mitten in der Nacht bei uns an der Hütte und hat irgendeinen gefunden, der dann nach so einer Party in so einem Hawaii-Hemd und so einer kurzen Hose in den französischen Alpen wohl sehr besoffen eingepennt ist. Und dann haben wir da den irgendwie aus dem Schnee gezogen und haben damit, ich weiß nicht, 10 Leuten und Wärmedecken und so weiter, bis dann da die Rettung kam. Und der wäre tot gewesen. Also wenn den jetzt keiner gefunden hätte und der dann nachts bei uns an der Tür geklopft hätte und wir alle natürlich senkrecht im Bett und dann hatten wir Wärmedecken, wir haben dann irgendwie alles dabei. Also man sollte immer Mediziner mitnehmen, wenn man in Urlaub fährt. Wir haben alles dabei. Ja, stimmt. Wir haben auch so Infusionen, wenn wir zu viel getrunken haben und so. Nein. Also du hast auch noch was wir natürlich nicht haben, weil wir ja wissen, dass es nicht gut ist. Genau. Aber das war wirklich dramatisch. Ne? Und der wäre tot gewesen. Es war ein junger Kerl, der von der Party kam. Also, und das weißt du aber die höchste Zahl von jemand, Promillezahl, hast du gestern eine tolle Zahl. 6,8. 6,8. Hat sie mal erlebt, 6,8. In der Notaufnahme, 6,8 Promille. Da war auch der gesetzte Schmerzreiz nicht mehr so ganz effizient. Aber wir haben dann dieses
haben wir gelten lassen. Haben wir gesagt, hat reagiert, kann in den Überwachungsbereich. Muss nicht auf Intensivstation. Aber das war krass. Also das war 6,8 hatte ich auch noch nicht und das haben wir zweimal nachgemessen. Und das ist natürlich jemand, der dauerhaft viel Alkohol trinkt, ohne Frage. Aber das hat uns auch überrascht. Also auch wir sind manchmal überrascht. Man glaubt es nicht. Aber, und das wollte ich noch sagen, wenn man jemanden in der Kälte findet, der vermeintlich schläft, auch jemand, der vielleicht mit unter vielen Schlafsäcken ist, irgendwie unter der Brücke liegt oder so, man vergibt sich nichts, uns bricht kein Zacken aus der Krone, wenn wir einfach hingehen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Weil das Schlimmste ist halt dieses Einschlafen und dann nicht mehr wach werden. Ne, wenn einer reagiert, ist es was anderes, aber das ist quasi wie so ein schleichender Tod, weil man es nicht merkt. Und ich habe schon schlimmste Unterkühlungen gehabt, 28 Grad und so weiter, unter Reanimation im Schockraum. Das ist nicht schön. Also da hätte man sich gewünscht, dass einer vielleicht vorher eingreift. Also Alkohol ist in dem Fall echt ein Gift. Also nicht nur in dem Fall, eigentlich in allen Fällen, außer wir trinken jetzt mal ein Säckchen hier zu wissenschaftlichen Zwecken. Aber auch da, jetzt kommt jetzt wieder die Ärztin durch, das ist mir auch ein ganz persönliches Anliegen. Wir machen es natürlich ein bisschen witzig hier mit Eifelfeuer und Sekt, aber da auch eine Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, ist mir wichtig darauf hinzuweisen, mit einer Alkoholabhängigkeit, die sich unterschiedlich äußert. Das mag nicht jemand sein, der jeden Tag trinkt, das kann auch jemand sein, der quartalsweise sich bis zum Exzess betrinkt oder ähnliches. Und man sieht es den Leuten oft nicht an, weil Alkohol ja dazugehört, muss man sagen, oder? Also zum in der guten Kirche, Ton hatten wir gestern. Zum guten Ton. Ich meine, in der Kirche, ihr macht es auch morgens, sonntags und trinkt da irgendwie Wein und zählt, das wäre Wasser. Wasser wird zu Wein, so rum, ne? Dabei ist es Wein, das Blut ist Blut Christi. Es wird zu Blut Christi. Ja, aber es schmeckt nach Wein. Schmeckt nach Wein. Also auf jeden Fall, das ist ja, was ich damit sagen will, es ist salonfähig, es gehört ja gesellschaftlich schon dazu. Und das macht es eben sehr schwer für Menschen, die ein Problem damit haben, da rauszukommen, weil wir das gar nicht merken. Weil wenn man ständig irgendwie was zu trinken in der Hand hat, dann merkt man es ja nicht, wenn einer ein Problem hat. Und ich hatte es im Bekanntenkreis, da ist dann rausgekommen, dass die Bekannte eben ein Alkoholproblem hat und die hat mir was ganz Interessantes gesagt. Sie hat halt gesagt, das große Problem ist, dass wenn man irgendwo hinkommt, erstmal kriegt man immer nur was Alkoholisches angeboten, also zum Anstoßen mal so ein Sektchen oder so. Es gibt selten von sich aus eine alkoholfreie Alternative. Und wenn man dann ablehnt, dann kommt ganz oft, sei doch nicht so. Das ist aber für jemanden, der ein Alkoholproblem hat. Und das ist aber für jemanden, der ein Alkoholproblem hat, schwer, weil der will ja nicht sich rechtfertigen müssen, warum er jetzt nicht den Sekt trinkt. Der möchte einfach ein Wasser nehmen. Und das ist dann unsere Aufgabe, finde ich, und das habe ich mir dann angewöhnt, dass ich nicht nur immer eine alkoholfreie Alternative habe, sondern dass, wenn jemand sagt, nee, ich möchte nicht, ich gar nicht frage, warum nicht. Ich meine, warum muss man sich rechtfertigen dafür, dass man keinen Alkohol trinkt? Das ist eigentlich totaler Quatsch, sondern dann kommt direkt alles klar. Ne? Möchtest du eine Limo, möchtest du Fanta, möchtest du einen Kaffee, was auch immer. O-Saft. O-Saft. Und da habe ich was für mich gelernt und das vielleicht, der eine oder andere denkt mal drüber nach, weil das macht es, glaube ich, für viele Menschen sehr viel einfacher. Das wollte ich jetzt nur noch mal loswerden. Ja. Das ist ein... Zum Wohl. Zum Wohl. Wir trinken. Wohl. Ja, Albert, da haben wir schon gelernt. Also mit dem Blutdruck haben wir geklärt, mit dem Abfall von, oder ob das warm hält, haben wir geklärt. Was mich interessiert in dem Buch, also du bist ja hier, kann ich dich ja fragen, mit dem Magen-Darm, ne? Es sollte auch heute ein Thema sein, Magen-Darm. Nee. Nein, also, wurde mir egal. Nee, ja. Nein. Nein. Aber das Experiment ist auch, kann ich das jetzt wieder runterziehen? Nee, ich warte, bis du das ausgetrunken hast, dann mache ich nochmal. Also Magen-Darm ist ja die Frage, also wenn man etwas so im Magen-Darm hat, dann trink mal Cola und ess Salzstangen, das hilft. Wer kennt das? Das stimmt. Da gehen sofort die Arme hoch. Wer macht das? Geil. Bitte. Wer glaubt, das ist Quatsch? Oh. Ja, komm. Hast du jetzt nicht gerade... Nein. Du kannst ja nicht immer die Hand hochheben. Es schmeckt immer lecker, deswegen mache ich das. Sonst ist das Einzige, was man dann essen kann. Schmeckt lecker, aber sonst... Also, Cola ja. Und Salzstangen. Schmeckt lecker. Ja, also... Ist das die Frage an mich? Das ist die Frage, ja. Das ist ja, siehst du ja, viele Menschen glauben das. Also, da empfehle ich euch natürlich, dieses Kapitel dann komplett mal zu lesen. Aber jetzt muss man sich Folgendes überlegen.
Wenn man richtig, also so richtig, Magen-Darm hat, also wer so mal so richtig Magen-Darm hat, der weiß das. Das heißt, du liegst in Embryostellung vor dem Klo und weißt nicht, kommt es oben oder unten raus oder beides. Du sitzt genau. eigentlich sonst mit dem Kotzheimer auf dem Klo. Ja. So, das ist so ein bisschen genau. Zimmer. In dieser Situation, Durchfall, an was denkst du dann? Denkst du dann wirklich? Cola und Salzstangen. An Cola und ist dann, wenn du so sitzt mit dem Eimer, so. Wo ist eigentlich das Klo? Das könnten wir jetzt eigentlich wieder mal. Wenn du so sitzt. Dann denke ich. Ans Überleben. Ans Überleben. Und ja. wir hatten ja gestern ja schon mal die Klosituation. Ja. Dann denkst du nicht an Cola und Salzstangen. Nein, denke ich an meinen Podcast. Dann denkst du auch nicht mehr an deinen Podcast. Ach so. Das ist auch eine schöne Assoziation. Also wenn du Magen-Darm hast, denkst du an deinen Podcast. Dann würde ich über den Podcast nochmal nachdenken. So inhaltlich. Nein, nicht an meinen. Ach so. Ja, an meinen einen, hoffentlich nicht. An einen. Ich sage jetzt nicht, an welchen. An einen. Es gibt ja viele Podcasts. Also, aber wenn ich nur sagen will, wenn man, ihr wisst, was ich meine, wenn man richtig schlimm Magen-Darm hat, denkt man nicht an Cola und Salzstangen. Das stimmt. Und diese Cola- und Salzstangen-Nummer soll ja, die kommt ja, da reden wir ja nicht von einer Akutphase, sondern da reden wir ja schon, wenn wir das erste Mal wieder so langsam anfangen, den Körper an feste flüssige Nahrung zu gewöhnen. So, und jetzt kommt ja der Effekt. Als Kind darf man doch keine Cola, oder? Nein, das stimmt. Ah, jetzt kommt das Schöne. Die so. Belohnung, das hatten wir gestern schon mal so. Mit dem Alkohol. Das heißt, wie kriegst Belohnung. Du jetzt als Eltern so ein Kind, was so einen Schluck, wie so ein Schluck Wasser in eine Kurve hängt, kriegst du das Kind mit Kümmeltee, Reiswaffeln. Und Reiswaffeln. Reiswaffeln, auch so ein Oder Reiswaffeln. Kriegst du das Kind mit Knabbersnacks und Cola? Also was würdest du jetzt als Kind, wenn du jetzt die Wahl hast, Kasi, was würdest du nehmen? Würdest du Cola und Salzstangen nehmen oder Kümmeltee und Reiswaffel? So. Cola und Salzstangen. Ist ja so, ihr dürft jetzt alle mal oh sagen, ich bin ja in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen. Oh, ganz. Kannst du dir vorstellen, dass ich irgendwann mal in meinem Leben Cola durfte? Erst mit 18. Heimlich. Heimlich. Heimlich, heimlich an der Bude. Wann durfte ich Cola? Wenn du Magen-Darm hattest. So, aha. Das heißt, es war eine Art Belohnungssystem. Jetzt muss man dazu sagen, Salzstangen, ja, die enthalten Salz. Das ist ja das, was man verliert, wenn man Magen-Darm hat. Also man verliert Elektrolyte. Jetzt könnte man sagen, gut, da ist ja was Wahres dran. Jetzt muss man aber dazu sagen, um die Menge an Salz aufzunehmen, die du verlierst, und dann Salzstangen, dann musst du aber bestimmt 3-4 Packungen am Stück essen. Und das machst du ja auch nicht, wenn du bis vor 3 Stunden noch über dem Klo... Das stimmt, aber du kannst ja eine Cola trinken, zum Durstlöschen. So, das heißt, da musst du wirklich salzkonzentrierte Gemüsebrühe ne, zu dir nehmen und die Elektrolyte kriegst du, jetzt komme ich wieder, Leute, wer mich kennt, weiß das, mit Banane. Ne? Calcium, Magnesium, Kalium, super Ding. Und das Trinken bei Cola ist völlig... also ist es ist mir eine Frage, wo es herkommt. Es schmeckt halt nur, aber Cola hast ja hochkonzentriert Phosphorsäure, ist ja total giftig eigentlich, Cola. Ich meine, habt ihr mal ein rohes Stück Fleisch oder einen Zahn in Cola eingelegt? Also das ist ja, da kannst du ja Leichen verschwinden lassen in Cola. Also ich meine, da kannst du ja ein Fass nehmen, Cola reinkippen, jemanden da reintun, dann ist der weg. Ne? Sagt man, genau, ja, ja. Nee, nicht sagt man, ist so. Also das, was am Ende noch überbleibt, sind die Zähne, die brauchen ein bisschen länger. Ne? Da musst du dann vielleicht mal 2 Wochen warten. Aber so... So wir geben hier praktische Lebenstipps. Ja, natürlich. Also gut, dass ich keine Cola trinke. Nein, aber ernsthaft, das ist ja nicht, gut. Also wenn etwas hochauflösend ist und Gewebe sich ins Gewebe frisst, ist es ja nicht gesund. Ja. Und wir wollen ja eigentlich, wir trinken ja Cola. Ist Cola giftiger als Alkohol? Nee, Alkohol ist schade. Gift. Schade. Cola macht ja durch Koffein high. Ne? Aber es ist ungesund einfach, wegen des hohen Zuckergehalts. Jetzt könntest du sagen, trink Zero, aber da ist trotzdem die Phosphorsäure drin. Aber was man ja machen will, wenn man Magen-Darm hat, ist, man möchte ja den Flüssigkeitshaushalt wieder auf,
füllen und dann ist Cola das denkbar Falscheste. Dann lieber halt Saftschorlen oder Gemüseschorlen vielleicht oder Gemüsebrühe. Also es tut mir herrlich leid, ihr könnt weiter Cola und Salzstangen essen, aber das hilft nicht beim Magen-Darm. Und das ist auch nicht vorrangig das, was es wieder ausgleicht. Es schmeckt aber gut. Und man kriegt die Kinder ein bisschen zum Essen. Zum Essen. Also machst du das Magen-Darm? Nein, eigentlich sehr selten. Nein, ich bin also, das Gott sei Dank, nein. Also ich bin aber auch nicht so der große Cola-Trinker. Nur ich muss richtig Durst haben auf Cola. Es ist irgendwie, habe ich mir das Gott sei Dank Es gibt den einen oder anderen, der ist Cola-süchtig. Ich möchte jetzt nirgendwo hingucken hier gerade, aber Gibt es Leute. Es gibt Leute, die trinken sehr viel Cola. Ja. Und dann haben die jetzt sich die Cola abgewöhnt und trinken jetzt Red Bull. Ja. Auch nicht, tue ich auch nicht. Ich bewege mich jetzt nicht. Ich gucke jetzt dich an, damit ich jetzt losgehe. Ja, ich weiß, ich kam gestern in die Sakristei hier rein und dann sah ich da jemanden, der das gemacht hat. Ja, das war ich. Ja, das warst du, Aber das bezog sich nicht auf mich. Ich trinke tatsächlich bestimmt ein, zwei Mal im Monat Red Bull. Das ist dann mein Kaffeeersatz, weil eigentlich trinke ich sehr gerne Espresso und Kaffee. Was ist denn mit Kaffee? Ja, wenn du jetzt gestern aufgepasst hättest, da war das Thema Verdauungsschnaps. Verdauungsschnaps war gestern. Also Kaffee war gut, genau. Übrigens, genau. Da habe ich aufgepasst. Also, ja, habe ich auch eine gewisse Bestätigung. Das hat das Herz wieder erwärmt, da hat er aufgepasst. Also da habe ich, weil ich bin ja selber auch leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Mhm. Und das ist ganz gut, weil eher verdaut man mit Kaffee als mit dem Verdauungsschnaps. Ich musste leider Bitterstoffe im Koffein. Das war die Frage, ob der Verdauungsschnaps wirklich der Verdauung hilft. Genau. Zu Alberts Leidwesen hat er das erste Mal gestern erfahren, dass ein Williams-Christbirne und ein Pfirsich-Melba-Schnaps kein Kräuterlikör ist. Ja, das, gut. Da musste erst die Ärztin bis nach Klausen kommen, um das festzustellen. Aber gut, das hätte ich jetzt dir von vorher so getraut. Das heißt also, diese Begründung von wegen, ne, als verdauungsfördernder Schnaps, das haben wir dann auch geklärt. Aber da war ja auch die Frage, ne, der Kräuterschnaps, hier Eifler Kräuterfeuer, hilft da wirklich? Und da müssen wir sagen, leider nicht. Leider nicht. Aber man kann, die gute Botschaft ist, ruhig auch mal Kaffee trinken. Also oder Espresso. Ein Anistee oder ein Kümmeltee. Ja, Anistee, sehr lecker, sehr lecker, ja. Also wenn ihr demnächst Pater Albert hier mit dem Kümmeltee seht, dann hat er gerade ein bisschen viel gegessen. Genau. Aber lieber Kaffee. Lieber Kaffee. Das hilft auch. Espresso hat die gleichen Bitterstoffe. Ja, das, also oder, ein Stück dunkle Schokolade. Das heißt, man könnte fast noch so einen Nachtisch essen, so einen Dunkelschokoladen, 80% Schokobrownie. Richtig, so richtige Schokolade. Richtig. Also nicht die mit flüssigen Kernen. Ja, nicht dieses, die lila Kuhschokolade. Nein. Das muss dann schon richtig. Ja? Ja, das hast ist. Hast du aufgepasst? Habe ich aufgepasst gestern hier. Haben wir eigentlich schon eine gesunde Gesichtsfarbe? Ja, ne? Ja, aber wir wollen ja jetzt nicht nur über einen Verdauungsschnaps reden. Also das müsst ihr dann, könnt ihr das, wenn euch das interessiert, warum ihr keinen Verdauungsschnaps trinken solltet, dann könnt ihr das natürlich nochmal explizit nachlesen. Aber wir haben es ja jetzt schon verraten. So ist es. Tut uns leid, der Verdauungsschnaps funktioniert nicht. Schade. Trotzdem, es gibt ja noch den zweiten Grund, der ist ja auch wichtig. Ja. Auch wenn es nichts nützt, ist ja egal. Hauptsache es schmeckt. Ja. Das ist der andere Grund. Da haben wir auch gestern gelernt. Was haben wir unserem Gehirn beigebracht? Dass das Gehirn uns sagt, das ist super Belohnungssystem. Belohnungssystem, und das bedeutet, in dem Moment, wo wir den Verdauungsschnaps zu uns nehmen, sagt das toll. Gehirn super. Super, ich fühle mich so entspannt. Der Kloß ist gar nicht mehr so schlimm. Also wenn du jetzt misst, glaube ich, ist mein Blutdruck gesunken. Wie viel Gramm hast du denn schon? 10. Jetzt ist die Aufregung ein bisschen weg. Ja, ich würde jetzt mal sagen, der ist über 140. Okay, jetzt. Ne? Ich bin ziemlich gut hier mit meiner Messung, meiner Fingermessung. Also aber wir wollen ja auch hier, meine Mission ist ja auch nicht deine nur über Mission, hier, ich habe hier noch diesen tollen. Meine Mission ist ja. Eine Frau mit einer Mission. Ja, wir brauchen mehr Menschen mit Missionen in dieser Welt. Das müssen aber gute Missionen sein. Ne? Das kann jetzt nicht irgendeine Mission sein. Ne? Aber es muss jetzt schon eine Mission sein, weil das bedeutet ja, dass man sich für was einsetzt und dass man da auch sagt, ich engagiere mich da. Und das ist ja bei mir das Thema, zum einen Wiederbelebung in die Schulen auf jeden Fall. Und das andere Thema, das hat sich auch ergeben beim Buchschreiben und natürlich meiner Vorgeschichte auch geschuldet als Intensivmedizinerin, wo ich ja sehr viel mit Sepsis, mit Blutvergiftung zu tun hatte. Sepsis? Ja, da haben wir... Nicht Skepsis. Skepsis habe ich auch mit zu tun, aber Sepsis? Sepsis.
Und heißt übrigens da komme ich jetzt Fäule, wieder. Fäule heißt das. Fäule, das hat er auch gelernt. Griechisch Fäule. Fäulnis. Und da ist mir ja ganz wichtig, jetzt kommen wir wieder erstmal zu meiner persönlichen Umfrage, das hatten wir eben schon mal kurz. Wer kennt diese Geschichte, ob die jetzt wahr ist oder nicht, haben wir ja schon geklärt, aber wer kennt diese Geschichte mit diesem Strich? Alle, ne? Also das haben wir ja schon mal, dieser Strich, dieser ominöse Strich. Okay, du hast auch, was war das, eine Meldung? Ich habe das, bei mir blau. Alles klar, blauer blau, Strich. Rot ist ja im Endeffekt auch egal. Genau, blau, so, und ich hatte ein ganz interessantes Gespräch, das sich ergeben hat aus meinem Buch heraus. Und zwar habe ich die erste Buchpromo, die lief über die NDR Talkshow, da war ich eingeladen für die Buchpromo NDR Talkshow. Und dann habe ich im Vorgespräch der Redakteurin von der NDR Talkshow gesagt, weil sie sagte, worüber möchten Sie sprechen? Ich sagte, ja, wir können über viel Lustiges sprechen, aber wenn wir so eine Forum haben, wenn ich so eine Reichweite bekomme wie die NDR Talkshow, dann muss ich auch irgendwas besprechen, was mir sehr wichtig ist, wo ich Menschen vor dem Bildschirm erreichen kann, und deswegen möchte ich gerne über das Thema Blutvergiftung sprechen. Immer noch, du hast gestern das von mir gelernt, die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Genau. Ist die Blutvergiftung. Und darauf habe ich dann die Redakteurin an die Deutsche Sepsis-Stiftung verwiesen, weil ich gehofft hatte, dass wir die da einblenden können und so weiter. Ging dann wieder aus öffentlich-rechtlichen Gründen nicht, egal, ich durfte aber darauf hinweisen. Und dann rief mich auf dem Weg zur NDR-Talkshow, als ich dann im Zug saß, rief mich der Professor Reinhardt an, und das ist der Vorsitzende von der Deutschen Sepsis-Stiftung. Da gibt es dann die Deutsche Sepsis-Hilfe und es gibt das Aktionsbündnis Deutschland erkennt Sepsis. Und das fand ich richtig toll, weil er gesagt hat, Frau Holzner, ich hatte den Anruf bekommen von der NDR Talkshow, dass Sie heute über Sepsis sprechen, das finden wir richtig klasse. Wir haben ja auch eine reichweitenstarke Kampagne gestartet. Genau, kannst du mal fragen. Und da würde mich jetzt interessieren, jetzt gerade läuft ja schon wieder eine Kampagne, aber wer kennt die reichweitenstarke Kampagne der Deutschen Sepsis-Stiftung? So, ich frage das wirklich, das siehst du wieder, meine Persönlichkeit, siehst du das wieder? Ja, keiner, das ist super. Also keiner. Ja. Ich kannte die auch nicht. Das hier, ob das so hilft. Dann habe ich ihn gefragt, wo findet die denn statt, diese reichweitenstarke Kampagne? Ja, wir haben da in der Zeitung und da und so, und dann kamen wir so ins Sprechen, habe ich gesagt, aber Herr Professor Reinhardt, wenn Sie doch über Reichweitenstärke sprechen, dann müssen wir doch über Instagram reden und Facebook und TikTok. Ja, TikTok war nicht so bekannt da an TikTok, der Stelle. Ja, TikTok bin ich bekannt. Und was ich, du mit ja. Dir, durch dich. TikTok. Ich mache ja immer hier so Experimente. Ich bin ja eigentlich so das Versuchskaninchen von Doc Caro. Das ist eigentlich meine... Ging aber schlimmer, oder? Ist doch gut, bin ich ja gerne. Bist du gerne? Weil das ist ja sehr angenehm hier. Ja. Also, und da hat ja auch das Reanimationsvideo von Pater Albert hat ja über 1 Million Klicks. Zwei Millionen sind wahrscheinlich bei TikTok. Das heißt also, wenn Pater Albert hier die Puppe zum Leben erweckt, da wird der ein oder andere vielleicht auch Mut schöpfen, das auch selber zu tun. Genau. Das heißt, wir können ja mit solchen relativ kleinen Dingen, also wie so ein Video auf TikTok hochzuladen, das wurde ja noch nicht mal beworben oder irgendwas, das ist einfach in den Algorithmus gekommen, genau. Können wir Menschen erreichen. Das habe ich ihm dann erklärt, habe gesagt, ja, wir müssen aber dann weg von Anzeigen im Deutschen Ärzteblatt oder Plakatwerbung am Bielefelder Hauptbahnhof, sondern wir müssen dann wirklich, ja, ihr lacht, das ist so, müssen wir in die breite Masse, weil es sollte ja ihr wissen und nicht das Deutsche Ärzteblatt. Also die sollten es hoffentlich können, ja? Ja. Hast ja gestern nochmal die Pfleger, die können da egal. Da gibt es auch leider eine Studie, Thema, die jetzt ziemlich aktuell ist, die sagt, es gibt keinen, der so schlecht Sepsis erkennt wie der Rettungsdienst und die Notärzte. Ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich nicht, ja. Aber auf jeden Fall fand ich schon dramatisch. Und deswegen ist es ja wichtig offensichtlich, dass die Bevölkerung das erkennt, wenn wir im Rettungsdienst das schon vielleicht oft manchmal genau. Nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, Herr Professor Reinhardt, das ist doch super, dass ich jetzt zur NDR Talkshow gehe, weil da kann ich über Sepsis sprechen. Und das Problem ist ja nicht nur, dass jetzt keiner diese reichweitenstarke Kampagne der Deutschen Sepsis-Stiftung kennt, sondern, und das ist noch die Schwierigkeit dabei, aber alle diesen Strich. Das heißt, wir müssen ja nicht nur die Leute über Sepsis aufklären. Sag's nochmal. Strich. Nicht. So. Nicht.
sondern wir müssen ja auch noch in die Köpfe der Leute bekommen, dass das, was sie bis jetzt über Blutvergiftung, wenn sie überhaupt was gehört haben, nämlich den Strich, bitte wieder löschen. Finde ich cool. Da kann ich mit dir so ein TikTok machen. Ja, wie so ein... Nicht. Ist wie so ein Heiligenschein. So. Wir könnten das tatsächlich... Jetzt kriege ich gerade wieder eine tolle Idee. Ja, immer. Die Sepsis-Kampagne. Also ja, jetzt bitte. Machen wir beide mal eine reichweitenstarke Sepsis-Kampagne. Genau. Und die hilft, die heißt so, wenn du die Sepsis nicht erkennst, also du machst erst nicht, das muss ich mir überlegen, wenn du die Sepsis nicht erkennst, hilft auch kein Beten mehr. Nein, das ist vorbei. Ja, Leute. Da schon. Stopp. Leute. Stopp. So. Stopp. Und das merkt stopp. Man sich. Nein. Also das muss man ja immer klar. Natürlich hilft das Beten schon. Aber nicht gegen die Sepsis. Ja, aber das wird ja vielleicht den Weg nach oben erleichtern. Ja. Boah. Also jetzt wollte ich mit dir eine Kampagne pro Aufklärung machen. Ja, natürlich. Die Frage ist, wo man sein möchte. Ja, natürlich. Man möchte die Sepsis bekämpfen. Ja, natürlich. Stell dir vor, wir beide machen eine Sepsis-Kampagne auf TikTok. Was meinst du da? Erreichen wir immer Milliarden. Die Milliarden Menschen. Alle 4 Sekunden stirbt auf der Welt ein Mensch an Sepsis. Das ist nicht zu vergessen. So, und deswegen habe ich mir dann zum Ziel gemacht, okay, wenn ich dann schon die Möglichkeit habe, bei Talkshows zu sitzen, das in meinem Buch zu schreiben, habe ich mich direkt natürlich bei der Deutschen Sepsis-Stiftung nochmal gemeldet und habe gesagt, liebe Deutsche Sepsis-Stiftung, da ich ja mittlerweile rund 70.000 Menschen in meinen Lesungen habe ungefähr, ja. Wenn jetzt alle davon so einen Flyer mitnehmen, dann haben die ja vielleicht auch Leute, die dann aufklären. Das heißt, ich habe mir Flyer besorgt von der Deutschen Sepsis-Stiftung und die möchte ich gerne hier auslegen hinten und die könnt ihr euch alle so mitnehmen, kostenfrei, und die dürft ihr auch verteilen. Und das heißt, ihr habt dann sozusagen für euch zu Hause oder für vielleicht für noch jemanden, der, wo ihr sagt, ja, da hatten wir schon mal so eine Erfahrung oder so, könnt ihr mitnehmen, könnt ihr hier so falten, kann man auch hier so aufstellen. Und ich finde das sehr gelungen, weil wir zumindest da irgendwie jetzt, allein schon jetzt in Seelem über 2 Tage mehr Leute aufklären können als... als Professor Reinhardt. Das will ich jetzt so nicht sagen, aber nein, zumindest... Nein, natürlich nicht. Als die Deutsche Sepsis-Stiftung. Ich meine das ja positiv. Ich bin ja für die Sepsis-Stiftung. Du unterstützt das ja. Genau, ich unterstütze das und ich sage dann, wenn dann weitere 1000 Leute in Seelem das dann wissen, dann haben wir ja wirklich was erreicht. Haben wir, ne? Und was deswegen, erreicht. Habe ich mir die Flyer besorgt, ich bin deswegen extra nochmal umgedreht. Also wer noch ein bisschen hier unten bleiben möchte, der beachtet diesen Leparello von der Deutschen Sepsis-Stiftung. Wer was möchte? Unten. Unten. Unten, oben. Ja, ich... Also in meiner Welt. Hm. Unten ist hier so, ne, ist die Welt, die Erde, oben ist... Engel und... Ja, trotzdem möchte ich gerne noch ein bisschen auf dieser Welt bleiben. Wer noch ein bisschen mehr Sekt genießen möchte, der beachte das so. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt, ich muss einmal das Kapitel, ich habe neue Kontaktlinsen, deswegen sehe ich immer nicht so schlecht. Brauchst du eine Brille? Ich kann dir meine leihen hier. Das ist... Die ist nicht so sauber, aber ja, egal. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich ja gar nichts mehr. Mein Problem, aber ich sehe noch dadurch. Manche Fragen kann der überhaupt noch sehen, aber ich kann noch sehen. Also, ist das ein? Wir haben ja einen Bildungsauftrag und das ist mir wirklich ernst, weil ich immer noch viel zu viele Fälle auch sehe, wo das Ganze zu spät erkannt wird. Und ganz interessant, ich habe dazu ja auch einen Sepsis-Post gemacht auf YouTube und bei mir auch auf Instagram und wenn man sich mal die Kommentare darunter anschaut, das hat mich dann sehr berührt, wie viele Menschen sagen, ich kenne jemanden, der eine schwere Sepsis hatte, ich hatte selber das mal oder als Kind vielleicht mit einer Hirnhautentzündung, da hatte ich ja auch ganz dramatische Fälle und ich habe dann auch bei Stern-TV gesessen mit einem ganz inspirierenden Menschen, der Georg, der ja aufgrund einer Sepsis, die zu spät erkannt worden ist, sowohl die oberhalb des Knies amputiert worden ist und beide Hände verloren hat, weil es eben nicht nur darum geht, die Sepsis zu behandeln, sondern sehr, wirklich auch schwerwiegende Folgen dann zurückbleiben können. Und deswegen ist mir das so wichtig, darüber aufzuklären. Und da müssen wir jetzt endlich mal, du nimmst jetzt diese Kelle da und ich, aber ich finde die Kampagne sensationell mit dem Beten und so. Ich ja, das dir, machen das wir machen jetzt wir. Hier. Also ich bin bereit. Du bist bereit, also ich immer, wenn der Strich kommt, mache, das ist ja immer... Ja, also du darfst zwischendurch einfach mal reinrufen. Denn wir wollen ja Menschen aufklären, das tun wir jetzt mit dem Kapitel, der blaue Strich auf dem Arm ist eine Blutvergiftung. Nicht. Super.
Das kommt noch, das ist nämlich an sich der blaue Strich. Wir wollen ja jetzt auch wissen, wie man eine Sepsis erkennt, oder? Das ja, geht's sehr ja. Genau. Interessanterweise hält sich diese Blickdiagnose hartnäckig. Dabei fällt vor allem eins immer wieder auf, die Leute wissen gar nicht, was eine Blutvergiftung ist und wie sie entsteht. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ein vermeintlicher Strich bis zum Herz wandert. Nicht. Denn wo sollte er hinwandern? Das habe ich mich immer gefragt, wo wandert er denn dann hin? Weiß ich nicht. Und warum sollte das gefährlich sein? Ich habe noch nie in der Notaufnahme gestanden und mit einem Blick auf einen Patientenarm diagnostiziert, blaue Linie, alles klar, Blutvergiftung. Ich habe aber schon in der Notaufnahme bei Menschen aufgrund des klinischen Eindrucks schnell per Blickdiagnose die Blutvergiftung im Verdacht gehabt. Von denen kam aber keiner munter reingelaufen und hat auf den Strich gezeigt. Ganz einfach. Nicht. Weil sie keinen hatten und weil es ihnen richtig schlecht ging. Und leider hat sich diese Blutvergiftungsmär über zig Generationen hartnäckig gehalten. Und wer kennt sie nicht, haben wir eben hier auch wieder festgestellt, die gruselige Geschichte vom blauen oder wahlweise auch roten Strich, der nach Verletzungen angeblich langsam zum Herz wandert. Darunter ziehen wir jetzt mal einen Strich und zwar einen Schlussstrich. Nicht. Genau. Das merken sich alle jetzt. Das ja, merkst das du schon, es kommt schon ja, an. Bei mir geht das ja heute auch, Nacht ne? Werden alle wach und nicht. Der Paartag nicht. Gib mir dieses Schild nicht. Die Blutvergiftung ist tatsächlich eine potenziell lebensbedrohliche Situation. Jetzt nochmal die Zahlen. Alle 4 Sekunden stirbt daran ein Mensch auf der Welt. Alle 4 Sekunden. Das heißt, jetzt, wo wir hier schon sitzen und länger miteinander sprechen, sind schon viele Menschen auf der Welt an einer Sepsis gestorben. Laut WHO die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Eine Blutvergiftung, fachsprachlich auch Sepsis genannt, entsteht meist durch eine Entzündung, die sich irgendwo im oder am Körper befindet und in deren Folge irgendwann Bakterien durchs Blut strömen. Die Folge einer Sepsis sind Schock, Multiorganversagen und Tod, vor allem wenn die Symptome nicht früh genug erkannt und sofort behandelt werden. Und da nochmal ganz wichtig, eine Sepsis endet unbehandelt. Also wenn das nicht erkannt wird und nicht rechtzeitig Antibiotikum gegeben wird, immer tödlich. Das muss man nochmal sagen, ne? Das ist immer tödlich. Jetzt also mal konkret. Ausgangspunkt der Blutvergiftung ist eine Infektion. Wenn wir jetzt von inneren Ursachen sprechen, zum Beispiel Harnwege oder Lunge, gerade bei älteren Menschen oft ein Harnwegsinfekt im Altenheim zum Beispiel, oder auch eine infizierte Wunde. Auslöser sind meist Bakterien, können aber auch Pilze, Viren oder Parasiten sein. Eine Sepsis ist ein Notfall und den erkennst du nicht an blauen Linien, sondern an folgenden Symptomen. Du hast gestern aufgepasst. Bewusstseinsveränderung. Der oder die Betroffene wirkt desorientiert, verwirrt, unruhig oder schläfrig. Kennen wir vielleicht von Menschen, die hohes Fieber hatten oder haben oder Untertemperatur, die sind ja nicht normal. Die sind ja vielleicht durcheinander oder jemand, der vorher noch orientiert war, der weiß auf jeden Fall nicht mehr, wo er ist oder was er gerade gemacht hat. Und wir reden hier nicht von zum Beispiel Verdacht auf Schlaganfall, wo man wir nennen das dann fokal neurologisches Symptom hat, also wo man zum Beispiel sagt, beweg mal den Arm und derjenige kann den Arm nicht bewegen, sondern ein allgemeines schlimmes Krankheitsgefühl, wodurch eine Bewusstseinsveränderung eintritt. Dann ganz wichtig, und das werde ich nicht müde zu erklären, auch meinen Assistenten oder auch den Kollegen im Rettungsdienst oder auch den, hatte ich jetzt ganz tollen Einsatz in einem Pflegeheim, in einem Altenheim, wo ich auch dann nochmal direkt das mit einer Fortbildung für die Kräfte verbunden habe, weil ich das wichtig finde, da auch noch was zu sagen. Ganz wichtig, die beschleunigte Atmung. Vergessen viele, das ist der wichtigste Parameter, kann man gut messen, können auch Laien gut messen. Also wenn wir jetzt nicht gerade hier sitzen und ein bisschen uns unterhalten oder der Pater hier 10 Kniebeugen macht, sondern jemand liegt krank im Bett, also strengt sich eigentlich nicht gerade an und hat mehr als, sagen wir mal, 20 Atemzüge steht die hier, Minute. Mehr als 20 Atemzüge pro Minute. Genau. Atemzüge. Normal werden so 12 bis 15, dann ist das nicht normal. Das muss nicht immer eine Sepsis sein, aber mehr als 20 Atemzüge bei jemandem, der sich nicht anstrengt, sind nicht normal. Kann jeder zählen, einfach bis 10, also eine Uhr nehmen, 10 Sekunden und einfach mal zählen, wie oft er atmet und dann mal 6. Konntest du folgen? Ja, halbwegs. Warum mal 6? Mal 6. Siehst du, konntest du nicht folgen. Nee. Das macht der Sekt. Ja,
Also Mathe, ich habe das gestern schon mal gesagt. Wie viele Sekunden hat eine Minute? 60. Wenn du 10 Sekunden zählst, wie viel Mal musst du dann das nehmen, was du gerade gezählt hast, damit du weißt, wie viel... Dann ist ja die Antwort 6, klar. Klar. Ist ja logisch. So. Die haben es verstanden. Du hast schon ja, kurz mal, warst nicht, du ja. schon mal hier zu viel davon. Ja, ist immer Religion sehr gut, Mathematik ungenügend. Von daher, das ist, deswegen bin ich, sitze ich ja, habe ich ja das an und du hast das, das an. Das ist der Unterschied. Ne? Ist ja, klar. Wenn ich das nicht wüsste mit dem 6 ja und so, dann wäre das schwierig. Ne? Also wenn ich deswegen Mathe nicht könnte, wäre schlecht. Also, beschleunigte Atmung haben wir gehabt, Bewusstseinsveränderung und niedriger Blutdruck. Das heißt, das, was ich eben erklärt habe mit dem Puls fühlen, wenn man den nicht mehr gut fühlen kann, wenn er nicht kräftig ist, ist es ein Hinweis auf niedrigen Blutdruck. Gut, dass das bei mir nicht der Fall ist. Nee, das ist auf gar keinen Fall der Fall. Gut, dass das bei mir nicht der Fall ist. Oft ist das begleitet von Herzrasen, weil, also schnellerem Puls, weil der Körper ja durch oft Fieber dazu in der Lage ist, jetzt alles auf, oder fährt alles hoch. Die Abwehrreaktion ist also ganz normal und die Körpertemperatur liegt dann wirklich auch meist über 38 Grad oder sogar noch höher, 39 Grad. Oft von Schüttelfrost kann natürlich auch eine zu niedrige Temperatur vorkommen, mit weniger als 36 Grad. Da muss man sagen, das sind noch die Patienten, die noch ein schlechteres Outcome haben, die mit Niedrigtemperatur. Daher ist es nicht nur absoluter Quatsch, dass du in aller Seelenruhe einem Strich beim Wandern zugucken kannst, während unzählige Bakterien durch deine Blutbahn rauschen, es ist auch wirklich gefährlich. Denn bei einer Blutvergiftung zählt jede Sekunde. Und zur Veranschaulichung, Bakterien schnallen sich ja keinen Rucksack mit Proviant auf den Rücken und spazieren so langsam bis zur nächsten Parkbank, um sich zwischendurch mal auszuruhen, sondern sie vermehren sich und schwemmen, ja überschwemmen die Blutbahn. Ich weiß, du hast gerade gesagt, du bist nicht gut in Mathe, aber ich will dir mal kurz eine Exponentialfunktion erklären. Oh Gott, Exponentialfunktion. Da kommen ja Albträume, wenn du das verstehst. Bei diesen Worten was Bakterien betrifft. Exponentialfunktion. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man, ich nehme jetzt mal eine fiktive Zahl, dass sich ein Bakterium in einer Minute verdoppeln, ja, okay, ja? Dann hätten wir nach einer Minute aus einem Bakterium hätten wir zwei. Was hätten wir dann nach 2 Minuten? Nicht 4, sondern... Doch, 4. Weil die haben sich jetzt ja beide verdoppelt. Ja, und was haben wir dann? Einfach mal das Endergebnis. Nee, das geht nicht um das Endergebnis. Das geht gerade um die Exponentialfunktion. Also um dir zu zeigen, wie schnell man sich verdoppelt. Dann haben wir aus 4 werden... 8. Und das ist ja wie die... 16, ja, und immer 32, weiter. Ja, das so, ist ja... Und das heißt einfach nur, dass ja nicht aus einem Bakterium wird ja dann das zweite und dann das dritte und das vierte und das fünfte und das sechste, sondern da wird ja direkt, ne, Exponentialfunktion. Guckst du dir nochmal an. Das heißt... Vielleicht. Ne, das heißt, es wird ja immer mehr. Also wir haben hier eine Invasion. Es wird immer mehr, das ist auch schon eine Botschaft. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und zwar viel mehr. Also wir haben eine Invasion. Viel so. Mehr. Und deswegen befindet sich der Körper bei einer Sepsis im Ausnahmezustand. Und du kannst mir glauben, das geht dir überhaupt nicht gut. Die körpereigene Abwehrreaktion läuft auf Hochtouren und man kommt nicht hinterher. Und das heißt jetzt Notfall da. Das ist da richtig, Notaufnahme. Da darf man bitte dahin, da muss man bitte dahin. Weil alles, was bei so einer Bakterieninfektion noch helfen kann, ist das Antibiotikum, was die Bakterien tötet. Und um weitere Ausbreitung zu verhindern, muss man das hochdosiert machen über die Vene und zwar im Krankenhaus und nicht zu Hause und nicht übermorgen. Und wir warten, bis wir einen Termin haben und so weiter, bis die 116, 117 nicht kommt, weil dann kommt Pater Albert, da brauchen wir auch kein Antibiotikum mehr. Ja. So. Ist so. Da ist so. Das ist so ist jetzt so. Mal. Ist so. Und man soll rufen Sepsis, hast du gestern. Sepsis. Sepsis. Deswegen ist es so wichtig. Also Sepsis hat man Sepsis. Schon gelernt, ist altgriechisch und bedeutet Fäulnis, weil die alten Griechen schon erkannt haben, dass hier im Körper etwas sehr Übles passiert und wir müssen die Sepsis erkennen und wir müssen sie behandeln und zwar sofort. Und nicht abwarten und gucken, ob es besser wird. Bis der Strich nach oben wandert. Nicht. Nicht. Erzähl jetzt nicht sowas. Ja gut, ich habe ja den Strich genannt. Deswegen. Sondern, Beispiel, einer hat sich verletzt, spritzende Blutung, kommt rein, sagt ja auch keiner, ja, ist nicht so schlimm, setz dich mal hin. Bei einer Sepsis sehe ich es aber nicht. Ne? Das ist das große Problem. Exponentialfunktion. Boah, sensationell. Also wir machen auch noch Mathe hier. Ja, 2, 4, 8, 16, 32 und so, 64 und so weiter. 2 hoch x ist das dann. 2 hoch, ja, ja. Gut. So, aber was hat es jetzt mit dieser ominösen rötlichen blauen Linie auf sich? Es kann ja sein, oder es kann ja nicht sein, ne, dass seit mehr als 100 Jahren Mütter, Väter, Omas, Opas ihren Kindern, Enkeln davon erzählen und das ist ja alles Unsinn. Und irgendeiner wird wieder sagen, ich hatte schon mal einen roten Strich. Also irgendwas muss ja dran sein und das stimmt auch,
denn es gibt diese blaue oder rote Linie, denn das könnte eine Entzündung eines Lymphgefäßes sein, eine sogenannte Lymphangitis. Und die Ursache ist meist eine einfache Verletzung oder auch ein Insektenstich. Also irgendwas, ne, kennt man, man hat mal so einen Insektenstich, man hat gekratzt, das ist, man sollte eigentlich nicht rumpiddeln, dann hat man doch gepiddelt und dann kommt da vielleicht ein roter Strich. Das ist aber, jetzt wirst du vielleicht sagen, ne, Sepsis, siehst du, Entzündung und so weiter, ja, kann auch theoretisch werden, aber wir haben eine Abwehr und dieses Lymphgefäß ist nichts anderes, als dass im Körper jetzt gerade passiert, dass sich die Bakterien nicht ausbreiten, sondern dass unser Immunsystem bekämpft jetzt gerade diese Eindringlinge und deswegen entzündet sich das Lymphgefäß. Das kann man kühlen, da kann man vielleicht eine antibiotische Salbe drauf, mehr braucht man da nicht. Denn die echten Sepsis-Patienten zeigen diesen Strich nicht. So. Nicht. Alle werden nicht. Heute Nacht wach, ich sehe es schon. Das ist schön, nicht. Deshalb gilt jetzt, bitte nicht panisch in die nächste Notaufnahme fahren, wenn nach einer harmlosen Verletzung ein geröteter Streifen auf dem Arm sichtbar ist. Oder man hat sich gekratzt und dann wird das so rot umdrum. Das ist keine Sepsis, ja. Und auch bitte nicht andere verängstigen, ne? Diese Nachbarin, die immer alles weiß. Du hast einen Strich, nicht. Nee, das weiß die ja nicht. Das war, die nee. Sagt ja, ja so. Da muss man ja das Schild hochhalten. Genau, so. Also die Entzündung muss man vielleicht desinfizieren und man sollte es beobachten, vielleicht auch mal dem Arzt vorstellen. Aber wenn jemand verwirrt ist, desorientiert, eine beschleunigte Atmung hat, niedrigen Blutdruck, Schüttelfrost und oder Fieber, Herzrasen, dann muss diese Person sofort ins Krankenhaus und dann muss die Sepsis ausgeschlossen oder behandelt werden. Und für eine echte Sepsis braucht es keinen Streifen. Und ich ermutige euch auch, das habe ich gestern auch schon gemacht, nehmt das Wort in den Mund. Sagt das Wort im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme oder bei eurem Hausarzt, wo auch immer ihr seid, kann es eine Sepsis sein? Weil wenn ihr das Wort benutzt habt, dann müssen wir das Gegenteil beweisen. Das heißt, wir sind schon sehr darauf geprimed, das Gegenteil beweisen zu müssen und dann geht man schon mal anders dran. Das ist umgekehrte Psychologie. Also sagt das bitte und so kann jeder ein Leben retten und deswegen ist nochmal zusammenfassend, eine Blutvergiftung erkennt man anhand eines blauen Strichs auf nicht, dem Arm. Nicht. So. Nicht. Habt ihr euch das jetzt gemerkt? Eins setzen. Also, Exponentialfunktion. Das ist ja neu hier. Und deswegen hier so bei der Deutschen Sepsis-Stiftung gibt es, wie gesagt, diese Checkliste, nehmt euch die mit, die lege ich hinten aus und da steht auch, die Sepsis ist ein Notfall. So, Albert, ich habe schon wieder gesehen, wir reden schon wieder seit 2 Stunden. Wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ja, genau. Ich glaube, wir sind. Außerdem ist der Sekt leer. Ja, der Sekt ist leer. Ist doch super hier. Ich wollte eigentlich nur was über das Herz erzählen. Da komme ich jetzt auch nicht mehr zu. Du hast die Folien gar nicht gezeigt. Da gibt es doch Folien, habe ich gehört. Ja. Komm, mach mal die Folien hier. Wo ist das denn? Es gibt noch Folien. Wie geht das denn? Da wollte ich noch mit dir drüber reden eigentlich. Und das ist noch, das Nervensystem, das sind ja alles Bilder aus dem Buch, ne? Gott. Also der Parasympathikus und der Sympathikus zum Beispiel, was die da so machen. Und unser Nerv Vagus, und so. Vagusnerv. Ne? Und da Vagusnerv. Hier unsere Halsschlagader und so weiter. Oh Gott. Das könnte ich auch mal ändern. Das ist auch ein interessantes Experiment, das mache ich jetzt aber nicht vor, aber da könnte ich dich kurzfristig bewusstlos machen. Also das ist Mr. Spock. Mr. Spock? Ja, der konnte das auch. Der hat das so. Man ist so hier. Ja, da muss ich aber. Das ist Mr. Spock. Da der konnte das. Aber auch nicht Mr. Spock so, sein. Ja, Mr. Spock. Du hast nicht die Ohren von Mr. Spock. Das geht auch ohne Ohren. Ach so. Also du bist in Wahrheit Mr. Spock. Mrs. Spock. Nee, das ist tatsächlich. Da sitzt tatsächlich der. Unser. Ein Teil des Vagusnervs in so einem Gefäßknäuel und wenn ich da jetzt lange drauf massiere, oder kann ich quasi dich ganz den Herzschlag verlangsamen. Also es ist nicht gelogen, wenn Karate Kid so macht und derjenige umfällt. Das ist tatsächlich so. Ja, hast das ich, wollte ich alles nur mit dir besprechen. Hier, da guck, die Darmreinigung da. Bitte ne? nicht spülen. Der Dickdarm. Ach, das ist auch schön, das wissen auch viele nicht. Dass man ja gar nicht bei einer Blinddarmentzündung den Blinddarm entfernt, sondern den Wurmfortsatz. Alle meinen, das ist eigentlich totaler Quatsch mit dem Blinddarm. Das ist auch zum Beispiel ein ganz schönes Kapitel, was eigentlich der Blinddarm ist und ob der wirklich überflüssig ist. Und was, hast du einen Blinddarm noch? Ja, habe ich noch. Und ob man den wirklich braucht. Herzdruckmassage hatten wir noch. Das ist auch schön, ob das Beine übereinander schlagen. Ich mache das hier so schön, Krampfadern macht. Gestautes Blut. Hast du Krampfadern? Nein, auch nicht.
Wir kriegen so langsam, wird was draus. Bluthochdruck haben wir schon diagnostiziert, der Rest kommt. Gasbläschen, das ist das mit dem Knacken zum Beispiel und die Niere, ne, und so. Jetzt geht's hier ab hier. Nee, ich wollte eigentlich, das wollte ich mit dir noch besprechen, aber ich glaube, das musst du dir dann in Ruhe nochmal durchlesen. Da erkläre ich immer ganz gerne das Herz und wie das Herz funktioniert und dass wir ja eigentlich zwei Herzen haben, die unabhängig voneinander eben einen Lungenkreislauf und einen großen Kreislauf bedienen. Und das ist ganz wichtig, weil dann versteht man auch endlich die Funktion, nicht nur des Herzens, sondern auch, warum viele Erkrankungen sich unterschiedlich aufs Herz auswirken. Also Lungenerkrankungen, die wirken sich zum Beispiel auf das rechte Herz aus, weil das Blut zurückstaut ins rechte Herz. Und das linke ist eher das, was betroffen ist bei Bluthochdruck. Lieber Albert, warst du euch mal beim Kardiologen? Was? Ob du mal bei einem Kardiologen warst? Ja, war ich. Und der hat dann auch was gemacht? Der hat, ja, so, ich musste hier diese Langzeitmessung da machen, da so mit diesem. Und wie war das? Ja, das war wunderbar, 24 Stunden. Ich habe irgendwann das Experiment beendet. Ich beende das Experiment. Nach wie vielen Stunden? Nein, ich habe gesagt, nachts habe ich, glaube ich, um 2 Uhr gesagt, jetzt beende ich das Experiment. Wann war das denn mit dem Kardiologen? Vor, sage ich mal, ein paar Monaten war das so. Okay. Und das heißt, wir werden es nie erfahren, also du wirst es nie erfahren. Doch, es ist eigentlich sehr gut, also sehr gut. Die Kardiologin oder meine Hausärztin sagt, es ist grundsätzlich, es ist ein bisschen erhöhte Werte, ein bisschen, aber vernachlässigenswert. So, das ist ein typisches Beispiel von... Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, natürlich. Deswegen bin ich doch. Du glaubst also dran, ja, dass alles sich verändert. Ja, natürlich. Wir hatten das ja gestern schon mal. Und da treffen wieder Wissenschaft und Glauben aufeinander. Ich kann nur sagen, ich möchte ja auch noch weitere Jahre mit dir in Klausen die Leute für Medizin begeistern. Ja, das wird gehen. Ich bin noch optimistisch. Deswegen wäre ich auch sehr dankbar, wenn du das nochmal einfach für dich vielleicht mitnimmst, dass du... Ich habe ja gestern und heute viel gelernt. Kannst du das jetzt auch umsetzen für dein Privatleben? Vielleicht. Ja, genau, natürlich, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, aber vielleicht wir müssen, glaube ich, das Flugzeug ein bisschen landen. So. Ja, müssen wir das. Ja, oder nicht, wir können auch noch hier weiter. Ich meine, die Flasche ist dann nicht ganz leer. Wir wollen ja noch Glühwein trinken. Ne? Glühwein trinken. Also, ja. Aber vielleicht, du hast ja noch Pläne... Aber ich möchte trotzdem noch gleich, ganz am Ende möchte ich und das Schlusswort mein Schlusswort. Noch, das Schlusswort. Aber wollen wir erst das Schlusswort lesen oder wollen wir erst... Ich würde erst die Pläne und dann liest du das Schlusswort und das ist dann... Und dann gehst du in der Zeit schon mal Glühwein trinken. Schlusswort, okay. Dann ist nicht Schluss, weil dann können sie Glühwein. Die Leute wollen jetzt Glühwein trinken. Alles klar. Die Leute vor allen Dingen. Die Menschen. Die Leute. Der Leute. Der Leute. Der Leute. Der Leute. Der Leute. Jetzt Glühwein trinken. Okay, also machen wir jetzt erst den Ausblick oder was machen ja, wir? Ja, Ausblick. Okay. Du willst auch noch ein neues Buch schreiben. Ja, ich bin dabei schon. Du bist schon dabei. Mhm. Das geht. Das ist nicht unbedingt kirchentauglich, das Buch. Oh, das. Also es war ja. Das muss ich jetzt sagen. Das ist wirklich die Idee des Buches ist aufgrund dieses Buches gekommen, weil das ist ganz lustig im näheren Freundes- und Bekanntenkreis. Haben natürlich alle dieses Buch und haben es auch gelesen und haben dann gesagt, hör mal, ich habe da nochmal eine Frage. So, das kommt ja dann. Warum hast du das nicht beantwortet und das nicht beantwortet? Das ist total interessant, was da alles kommt. Also zum Beispiel eine Frage, die mehrfach kam, warum ich die nicht beantwortet hätte, ob Hämorrhoidensalbe wirklich gegen Tränensäcke hilft. Das fand ich total interessant. Und ich will euch nur sagen, was ich so gefragt werde. Ja? Dann sage ich immer, Leute, ich muss mich damit erstmal befassen. Wer kommt denn auf die Idee, sich... Popo-Creme unter den Augen zu schreiben. Das scheint ein gängiges Mittel, ja. Wer weiß. Pippi Langstrumpf, der Tick-Taka-Tucker-Land. Ich will nur sagen, was ich mitmache auch. Ne? So, und dann kam aber, nicht nur basierend auf dieser Sache mit der Hämorrhoidensalbe, sondern ganz viele Themen und interessanterweise wirklich, ich möchte jetzt mal sagen, ab dem Bauchnabel unten rum. Unter der Gürtellinie, wie es so schön ist, unter der Gürtellinie. Genau. Und da ist, liebe Leute, da ist so viel Unwissenheit. Wir hatten gestern schon ein bisschen darüber. Ihr habt keine Vorstellung. Wir hatten ja gestern mit der, das haben wir heute ja nicht gemacht. Was?
haben wir heute nicht mit gemacht. Mit dem Stuhl da. Mit diesem, ach, mit dem Klo, ja, mit genau. Dem Klo ja, aber das gemacht. Ist ja schon wieder, das da ist ja schon Verdauung. Aber es, da es ging wirklich auch, und dann habe ich natürlich ganz spannende Fragen. Ich habe ja zwei Kinder, die sich in so einem Alter befinden, wo viele Fragen auf einmal aufkommen, aus dem Nichts heraus, sehr interessant, die wirklich auch manchmal, also ich möchte sagen, mir auch ein bisschen Schamesröte ins Gesicht treibt. Da gibt es mal andere Antworten wie, solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt. Machst du das, was ich will? Genau, machst du sowas nicht. So. Mutti Carola. Ja, genau. Die und, Mutti. Und dann kommt halt so ein bisschen so eine, wie sag ich es meinen Kindern und was ist da eigentlich so los? Und dann kommen da ganz spannende Fragen und ganz spannende Geschichten raus. Und es, ich kann jetzt nur sagen, ich habe sehr viel recherchiert. Arbeitstitel für das Buch? Es gibt Buch. Nicht nur einen Arbeitstitel, es gibt auch einen Buchtitel schon. Kannst du, also, den verrätst du noch nicht. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert. Ja gut. Darf man ja nicht, das gibt ja vielleicht Verträge oder sowas. Aber nicht, es hätte noch immer Jotje Jange. Nein, nein. Unter der Gürtellinie, es hätte noch immer Jotje Jange. Also es kommt könnte man auch sagen, wäre doch gut. Ich will nur sagen, es kommt dem verdammt nah. Also merkt ja, ihr gut. Das jetzt aber, es kommt sehr dem gut. Verdammt nah. Und das ist wirklich aber jetzt auch, es geht wieder um wirklich Fakten. Also es geht nicht nur um lustige Geschichten, aber ich habe auch sehr viele lustige Geschichten aus meiner Notaufnahmezeit. Wenn du dir vorstellst, alles, was unterhalb des Bauchnabels ist, da gibt es sehr viele lustige Anekdoten. Auch Dinge, die man nicht vergisst mehr oder Menschen, die man nicht mehr vergisst oder so. Bilder, die man Bilder, nicht mehr vergisst. Die man vergessen will, aber nicht kann. Die also da gibt es alles. Und am Ende, ich schreibe gerade an dem Kapitel Je Oller, Je Doller. Auch sehr schön. Und das, ja, das, da bin ich gerade dabei. Je Oller, Je Doller, Albert. Das Prost. Also das ist so viel als Ausblick. Also wann wird denn das erscheinen, weißt du das? Am 11. Oktober. 11. Oktober. 10. oder 11. Oktober. Ich weiß jetzt nicht, was der Mittwoch ist. Ich schick's dir zu. Ja, das ist sehr schön. Ich meine, wir können ja auch woanders, wir müssen ja nicht in der Kirche das machen. Das ist ja, ne? Es gibt ja auch andere Locations. Ich finde, wir können auch das Thema Sexualität, untenrum können wir auch in der Kirche mal besprechen. Ja, es gibt, oder ja. Kino oder so. Kino. Ja, wir lassen uns was einfallen. Wir lassen uns was einfallen. Okay. Oder auf das unserer Festwiese. Auf der Festwiese. Da ich überlege mir jetzt was schon, sagen. Ich überlege mir jetzt schon, welche Experimente ich dann mit dir mache. Auf der Festwiese. Auf der in Klausen. In Klausen, auf der Festwiese. Ja, es wird amüsant. Du, ohne Witz. Ja, immer. Ja. Es gibt auch was zu trinken dabei. Das ist alles ja immer klar. Wichtig. Das muss es dann auch. Es muss es dann muss, auch was ohne das. Also jetzt würde ich sagen, das Schlusswort. Das Schlusswort. Das Schlusswort. Ich glaube, wir beenden das lassen wir jetzt hier. Mal so stehen. Ja, wir lassen das so stehen. Mit all den Bildern wir und haben all die Leute der Festwiese jetzt auch und abgeholt und auch inspiriert, was da noch so genau. Kommt. Und Medizin ist wirklich auch unterhalb des Bauchnabels sehr interessant, muss ich sagen. Als Beispiel nur, das ist nochmal ganz wichtig, gerade was jetzt junge Frauen angeht, kennt ihr das ja auch, gynäkologische Vorsorge zum Beispiel und Gebärmutterhalskrebs ist ja ein Thema, aber ich will eben auch damit aufklären, und das fand ich super interessant, selber bei meiner Recherche, weil ich es nicht gedacht hätte, wenn man Gebärmutterhö eingibt, um jetzt Gebärmutterhals zu googeln, also man würde jetzt bei Googlen dann eine Recherche machen, dann kommt die ersten, ich weiß nicht wie viele 100 Einträge, immer Gebärmutterhalskrebs. Also es gibt den Gebärmutterhals auf Google gar nicht gesund. Und das finde ich wirklich krass, weil das bedeutet für mich, dass sich die Leute oder die Frauen, also gilt uns aber auch für Männer, die können sich auch gerne mal mit dem Gebärmutterhals befassen, sich erst mit dem Gebärmutterhals befassen, wenn es um Krankheit geht, Leute. Befasst euch mal damit, wenn er gesund ist. Das ist ein tolles Organ, kann ich nur sagen. Und solche Sachen, da bin ich dann selber erst drauf gekommen, wenn ich mich dann Recherche mache und denke, wieso steht überall Krebs? Also wir wollen ja verhindern und ich kläre auch auf, warum das wichtig ist, darüber zum Beispiel auch sich zu screenen. Aber es wäre doch auch schön, wenn wir uns mit den Organen mal befassen, wenn sie noch gesund sind, oder? Das ist doch jetzt die Quintessenz. Das mir fällt bei Männern dann noch was ein. Was fällt dir ein? Prostata. Prostata. Der auch? Herr Mann hättet an der Prostata. Als Alemann, da musste so jetan.
Unhess, du wird niemals an der Prostata, Prostata, dann bist du quasi keine Mann. Ich kenne das Lied nicht, aber das muss Jürgen ich mir... Jürgen Becker ist das, nicht von mir, Jürgen Becker. Jürgen Becker. Also, ich sehe, Albert und ich machen nicht nur die groß angelegte Sepsis-Kampagne, wir machen auch die Prostatakrebs-Vorsorge-Kampagne. Ja, sehr gerne. Wir beide. Das Original ist der Jürgen Becker, aber egal, ich mache das natürlich auch gerne. Aber das auch zum Beispiel, und ich sage dir, diese Kampagne bleibt in Erinnerung. Die bleibt in Erinnerung. Und vielleicht rettet sie Leben, weil sie Männer animiert, da auch hinzugehen. Genau. Jetzt aber das Schlusswort. Ich glaube, jetzt hören wir genau. Und jetzt das Schlusswort. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich die Kurve kriege. Bitte. Ich lege mal das Mikrofon weg. Ich gucke diese Wand an, weil es geht, oder ich wollte ja auch noch was Herz erklären und so weiter, aber ich finde es einfach, man kann es nicht oft genug auch zeigen und erklären, weil Herz bedeutet für mich so mannigfaltige Dinge. Also Herz ist ja nicht nur assoziiert mit Leben, also unser Herz, solange unser Herz schlägt, leben wir, sondern eben auch mit Emotionen, mit Gefühl, mit ja auch dem der Seele. Also ich, was habe ich für ein Herz? Ne, der hat ein gutes Herz, sagen wir zum Beispiel. Oder Antoine de Saint-Exupéry hat schon gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und das ist wirklich so. Und deswegen habe ich mich natürlich auch in diesem Buch sehr viel mit dem Herzen befasst. Und das möchte ich jetzt quasi auch als Schlusswort an der Stelle nochmal... Moment. Nochmal rausgreifen, weil es für mich halt so eklatant wichtig ist, aus vielen Gründen, weil ich auch gelernt habe, in meinem Leben auf mein Herz zu hören, genau, und ich kann nur sagen, wer auf sein Herz hört, der weiß immer, wo es lang geht. Eins möchte ich aber noch loswerden, denn am Ende geht es irgendwie immer ums Herz. Wenn du dich erschreckst, traurig bist, bei einem Lachflash glaubst, keine Luft mehr zu bekommen, vielleicht Liebeskummer hast und dein Gefühl, dein Herz bleibt stehen. Sei unbesorgt. Nein, das tut es nicht. Auch wenn wir vielleicht auf Emotionen körperlich reagieren. Dafür haben wir Sinne, Nervenzellen und Botenstoffe und sie arbeiten vollkommen selbstständig, reagieren unmittelbar und übersetzen uns diese Reize und Emotionen sofort ins Körperliche. Und das ist auch gut so und darauf müssen wir hören. Denn negative Emotionen können auch die Ursache vielerlei Erkrankungen sein. Ein gesunder Körper braucht einen gesunden Geist und umgekehrt. Wenn also unser Körper mit uns kommuniziert, und das tut er ununterbrochen, dann dürfen wir das nicht ignorieren. Zum Beispiel Herzschmerz, ob körperlich oder seelisch, kennt jeder. Ich erinnere mich nur zu gut an meinen ersten Liebeskummer. Es hat sich für mich so angefühlt, als ob mir jemand mein Herz rausreißt, es brechen würde, stehen bliebe und es nie wieder heilen würde. Und ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Aber es bricht nicht. Und es bleibt auch nicht stehen oder reißt, also nicht wirklich. Was nicht heißt, dass es sich für uns nicht so anfühlt. Und unser ganzes Leben lang geht es also immer irgendwie ums Herz. Ob wir lachen, weinen, traurig oder glücklich sind. Doch wie selten realisieren wir, dass das Herz ein Leben lang für uns schlägt. Und wie selten realisieren wir, was wir wirklich meinen, wenn wir sagen, mein Herz schlägt für etwas oder mein Herz schlägt für jemanden. Das tut es. Das tut es dann im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht sich auch körperlich bemerkbar. Biologisch und chemisch, eben physiologisch. Da passiert was. Herz bedeutet Leben, Liebe und Gefühle und es macht uns aus und jeden und jede von uns einzigartig. Und um jetzt ein bisschen zu spoilern, was den Titel des Buches angeht, wie dumm wäre es dann, wenn ein profaner, lächerlicher Nießer uns da einfach einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
Bei allem, was wir Mediziner und Nichtmedizinerinnen wissen, ist doch klar, dass unser Körper immer nur das Beste für uns will. Und ich würde mir wünschen, dass Medizin vielleicht jetzt etwas verständlicher geworden ist und ihr euch einfach weiter mit eurem Körper und vor allen Dingen auch mit der Gesundheit beschäftigt. Also bleibt neugierig, wissbegierig, empathisch und emotional. Öffnet eure Herzen und vor allem hört auf euer Herz. Und das Allerwichtigste, passt gut auf euer Herz auf euer eigenes und auf das der anderen. Denn das macht das Leben erst lebenswert. Danke, Seele. Dankeschön! Danke, Albert! Das war's, Mando! Danke! Das war's! Dankeschön! Ja, jetzt, glaube ich, kommt wirklich eine Überraschung. Ja! Ja, jetzt kommt erstmal eine. Erstmal danke hier! Applaus für dich! Danke! Prost, Albert! Prost! Auf euch, Selim! Prost! Mega! Jetzt hätten wir immer Jote angehalten. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Der Anfang hat es ja gezeigt, sie wussten nicht, was sie machen. Nee, sie wussten nicht, was sie tun. Und dann wird es, sag ich mal, wie immer lustig und auch sehr lehrreich.